Also, das haben wir eben gehört. Da kann man schon eine Menge tun. Da haben sich auch eine Menge kluger Leute einen klugen Gedanken gemacht. Nur erinnern Sie sich, der Grüne Winfried Kretschmann 2011 kurz vor seinem Amtsantritt, da gibt er ein Interview und sagt, weniger Autos sind natürlich besser als mehr. In Zukunft müssten ganze Mobilitätskonzepte verkauft werden, zu denen Laufen, Fahrradfahren, Autofahren und Eisenbahnfahren gehörten. Da hat Porsche ihn dann sofort zu einem Dialog eingeladen und das war ehrlich gesagt die freundlichste Reaktion auf seine Einlassung. Weg vom Auto, meine Damen und Herren, was wollen, was können, was müssen Politikerinnen und Politiker tun? Beim Verkehr alles anders, was die Mobilitätspolitik der kommenden Jahre leisten muss, das wollen wir diskutieren. Und ich bin immer ein wenig irritiert, weil die Mikrofone hören sich so an, als würde es nicht funktionieren. Sie müssen laut schreien, wenn Sie irgendjemanden hier auf dem Podium nicht verstehen. Ich fange mal an mit Maria Krautsberger in der Mitte, Präsidentin des Umweltbundesamts. Privat fährt sie nie Auto. In ihr Berliner Büro radelt sie. Zum Oberhauptsitz nach Dessau nimmt sie, so sagt sie, aus arbeitsökonomischen Gründen, den Dienstwagen aber am liebsten in Begleitung. Von 1999 bis 2011 waren Sie Staatssekretärin in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Sie sagen, Sie wollen eine Politik, die eine strukturelle Autoabhängigkeit der Menschen so weit wie möglich vermeidet. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen, Frau Krautsberger. Neben ihr sitzt Professor Martin Zornedden. Er ist wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Urbanistik in Berlin, eines der größten Stadtforschungsinstitute bestimmt in Europa. Zuvor war er Baubürgermeister von Leipzig. Er hat ein Auto. Er ist viel mit dem Rad unterwegs, gern auch zu Fuß und in Berlin vor allem mit dem ÖPNV. Ihn sorgt, dass vor allem sozial Schwächere unter dem Verkehr leiden und an belasteten Wegen wohnen. Und er meint, Verkehrspolitik muss interdisziplinärer werden. Herzlich willkommen, Martin Zornedden. Und Wiebke Zimmer, die kennen Sie schon vom Öko-Institut. Ich sage es nur noch mal der Vollständigkeit halber. Sie leitet stellvertretend den Bereich Infrastruktur und Unternehmen. Heute ist sie mit dem Rad gekommen. Sie sagte, nur wenn es ungemütlich sei draußen, würde sie den Bus oder Bahn nehmen. Wann ungemütlich ist, hat sie mir nicht verraten. Sie sagt, eine Verkehrsmaßnahme funktioniert selten allein. Zum Beispiel führt ein Pkw-Grenzwert zu mehr Effizienz, sinken Kilometerkosten. Also fahren die Menschen mehr. Der Grenzwert macht nur Sinn, wenn er mit höheren Kraftstoffpreisen flankiert wird. Schön, dass wir Sie auch hier nochmal auf dem Podium haben und schön, dass wir hier sein können. Es war mit Ihrer Idee, glaube ich, mit vielen anderen zusammen überhaupt diese Veranstaltung heute zu diesem Thema zu machen. Herzlich willkommen, Wiebke Zimmer. Und nun müssen wir ganz kurz überlegen, was wir mit Toni Hofreiter machen. Toni Hofreiter, den kennen Sie, der ist grüner Fraktionschef, ausgewiesener Verkehrsexperte seiner Partei. Durchs Regierungsviertel, im Stau kann er nicht stehen, fährt er nämlich lieber mit dem Rad als mit der Fahrbereitschaft des Bundestages. Für Reisen in Deutschland nimmt er die Bahn, wenn er denn mal fliegen muss, zahlt er einen Klimaausgleich und zwar bei Atmosphäre. Er will Mobilität, die sozial und ökologisch ist. Das heißt für ihn, so hat er es mir gesagt, die Politik muss eine 180-Grad-Wende machen. Wir werden ihn gleich begrüßen, sobald er da ist. Die 180-Grad-Wende hätte er vermutlich sehr, sehr gerne mit Katharina Reiche besprochen. Katharina Reiche, die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium und CDU-Politikerin, hat uns aber leider gestern kurzfristig abgesagt. Es konnte auch kein Vertreter kommen. So weit ist es nicht, aber es hat offenbar trotzdem nicht funktioniert. Man arbeitet an der Maut oder was auch immer. Ich würde vorschlagen, dass wir, was machen wir? Wollen wir eine ganz kurze Pause noch mal einlegen oder wir fangen ohne Toni Hofreiter an? Wir fangen einfach mal
an, dann fangen wir einfach mal mit Maria Krautsberger an. Und auch wenn kein Politiker da ist, fragen wir doch mal, wie es mit der Politikberatung eigentlich so weitergehen müsste. Frau Krautsberger, wenn Sie jetzt Verkehrsministerin wären, das könnte ja möglich sein, Sie sind SPD-Politikerin, also insofern haben Sie auch mal Chance auf das Amt. Was würden Sie dann sofort umsetzen? Und die Betonung, ich meine das ganz ernst, liegt auf sofort, nicht auf langfristig. Also ich habe das ja mit der Antwort auf Ihre Frage schon angedeutet. Ich bin davon überzeugt, dass wir sehr dringend auch für die Bundesrepublik Deutschland ein integriertes Verkehrskonzept brauchen, das all diese Aspekte mit aufgreift und beleuchtet. Denn es wird letztlich nur gelingen, wenn man Verkehrspolitik aus einem Guss heraus formuliert und mit klaren Zielen für den Klimaschutz, auch für den Umweltschutz, für die Luftreinhaltung, die Lärmminderung versieht. Und dafür braucht man eine integrierte Betrachtungsweise. Andere Länder haben uns das ja vorgemacht. Es gibt solche Ansätze in Österreich zum Beispiel, auch in der Schweiz. Was haben die anders gemacht? Die sind auch kleiner. Ja, vielleicht ist es dann einfacher, ich weiß es nicht. Sie haben eben den Versuch unternommen, Verkehrspolitik auch verkehrsträgerübergreifend zu formulieren. Sie haben den Versuch gemacht, auch die Raumordnung, die Planung mit einzubeziehen und auch die unterschiedlichen Nutzer entsprechend zu berücksichtigen. Und aus meiner Sicht fehlt so etwas in Deutschland. Was bräuchte es dafür? Eine neue Kommission, einen neuen Rat? Nein, ein Auftrag, ich glaube. Ein Auftrag an das Innenministerien oder auch zum Beispiel potenzielle Auftragnehmer, die da helfen können. Mhm. Auch das Umweltbundesamt könnte das eine oder andere dazu beisteuern. Martin Zornetten, das geht ja auch in Ihre Richtung, aber vielleicht plaudern Sie noch mal ganz kurz. Genau, Entschuldigung. Integrativ. Vielleicht plaudern Sie noch mal ganz kurz aus Ihrer Lebens- und Arbeitserfahrung. Die Autos werden ja schon effizienter, die Wirtschaft bewegt da ein bisschen was. Das Problem ist aber doch immer, oder zumindest eins, das haben wir eben schon gehört, dass sich die Städte nicht so schnell umbauen lassen. Wie macht man das dann als Baubürgermeister in einer Stadt wie Leipzig? Da sitzt man dann und denkt sich, oh, ich kann eh nichts tun oder ich male jetzt mal einen neuen Zebrastreifen oder was tun Sie dann da? Wie funktioniert dann so ein Prozess des Stadtumbaus? Also ich glaube, gerade auf der kommunalen Ebene passiert generell vergleichsweise viel. Allerdings muss man einschränkend sagen, wie da ja auch gerade gezeichnet worden ist, es wäre in vielen Fällen auch noch Unterstützung von Bund und Ländern, sowohl in materieller, sprich auch finanzieller, aber auch inhaltlicher Sicht, Flexibilisierung von Förderrahmenbedingungen und so weiter erforderlich, um wirklich agieren zu können. Jetzt zu den Prozessen vor Ort. Also ich halte es auch für zentral, gerade auf der kommunalen Ebene, die Dinge integriert anzugehen, also im Rahmen von integrierten Stadtentwicklungskonzepten, die inzwischen ja zunehmend in den Städten schon entstanden sind, inzwischen sogar auch schon weiter bearbeitet werden, eben das Thema Verkehr in den Grundsätzen mitzudenken und dann darauf aufbauend, aber eben abgestimmt mit anderen Themen wie Soziales, Umwelt etc. etc., vertiefen in dann einem Verkehrsentwicklungsplan, der in der Tat natürlich sämtliche Verkehrsarten zusammensehen muss, um dann darauf aufbauend letztendlich in der Umsetzung durch Konzepte im Rahmen der Bestandsertüchtigung ja im Wesentlichen, also die meisten deutschen Städte sind gebaut, muss man sagen, das heißt die Investitionen gehen ja wirklich primär in den Bestand, was einerseits, denke ich, eben die Chance gibt, hier wirklich auch vorhandene, in der Vergangenheit, gerade in der Nachkriegszeit entstandene, große, dem Autoverkehr erstmal vorbehaltene Flächen auch anderen Verkehrsträgern zur Verfügung zu stellen. Herr Zornetten, ich versuche es nochmal. Ja. Ich habe 1999 in Düsseldorf gewohnt, da gab es dann eine Wahl und plötzlich kam ein CDU-Bürgermeister, Joachim Erwin hieß er, an die Macht. Am Sonntag wurde er gewählt. Am Montag hat er sich auf eine der großen Straßen in Düsseldorf gestellt und hat den Radweg übergemalt. Nun haben wir ja in Berlin einen neuen Bürgermeister, Michael Müller. Könnte der jetzt, die Zeiten haben sich geändert, könnte der jetzt nach Kreuzberg fahren, Oranienstraße, sehr belebt, immer verstopft, und dort einen Radweg aufmalen? Oder was müsste er in die Wege leiten, um überhaupt so einen Radweg dann in Gang zu setzen?
Naja, also wir arbeiten ja zunehmend auch einfach mal mit Versuchen in den Städten, ohne jetzt lange Planungen vorauslaufen zu lassen, endgültig umzubauen. Und insofern wäre es auch natürlich durchaus denkbar, einmal versuchsweise in einem bisher breiten Straßenraum für den motorisierten Individualverkehr auch recht kurzfristig zum Beispiel einen Radweg abzumarkieren und zu sagen, okay, das probieren wir jetzt mal aus. Es gibt durchaus Beispiele aus Städten, wo man nicht erst lange Berechnungen durchgeführt hat im Hinblick auf potenzielle Verkehrsverlagerungen des motorisierten Individualverkehrs. Die Sorge ist ja immer, und die ist auch nicht völlig zu Unrecht, muss man klarerweise sagen, dass sich dann dieser Verkehr in andere Straßen verdrückt sozusagen, wo man ihn auch nicht haben will und wo er eventuell noch schädlicher ist. Aber es gibt durchaus auch Erfahrungen, die zeigen, dass in der Tat dann weniger Verkehr in der Summe auftaucht. Also von daher solche relativ spontanen Aktionen, ein bisschen Gedanken sollte man sich vorher schon machen, bevor man den Pinsel in die Hand nimmt. Aber grundsätzlich erstmal ist sowas auch relativ schnell machbar, ohne dass man lange Konzepte jetzt erarbeitet. Maria Krausberger, sagen Sie mal kurz, wie schnell funktioniert sowas in Berlin? Sie haben ja Erfahrung. Ja, Berlin ist ein schwieriges Pflaster, weil hier auch die vielen Bezirke mitentscheiden müssen. Und es ist aber möglich. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn man sich ein Ziel setzt, und Berlin hat ja mit der Radverkehrsstrategie viel erreicht, der Anteil des Model Split für den Radverkehr hat sich deutlich erhöht in den letzten Jahren, dass man dann nachziehen muss und auch definieren muss, wem gehört der öffentliche Raum. Der öffentliche Raum auf die Straßen ist ja nicht nur für die Autos geschaffen, er gehört allen, den Radfahrern, den Fußgängern und den dem Kraftfahrzeugverkehr, und man muss entsprechend justieren und dann eben schrittweise, wenn man dieses Ziel verfolgt, auch mehr Raum dem Radverkehr zur Verfügung stellen, wie ja einige europäische Städte das seit vielen Jahrzehnten versucht haben und sehr erfolgreich auch umgesteuert haben. Das ist ja immer Kopenhagen, dieses leuchtende Beispiel, der ist eine Stadt, der es sehr, sehr gut gelungen ist, diesen Weg zu gehen, mal unabhängig von den holländischen Städten. Aber das muss das Ziel sein, dahin zu kommen, und da muss man eben entsprechend darauf hinarbeiten. Wiebke Zimmer, wir gehen jetzt mal die Jobaufträge für die Politik einfach so durch. Ihr Kollege heute Morgen wollte 2,50 Euro fürs Benzin haben. Wie wollen Sie das eigentlich anstellen? Wir haben mal mit Jürgen Trittin zusammengesessen, der sagte dann in seinen Zeiten als Umweltminister, als wir ihn nach einer Erhöhung fragten, ich bin doch nicht verrückt. Welchem verrückten Politiker trauen Sie zu, am Geld zu drehen und die Mineralölsteuer zu erhöhen? Also, genau, Toni Hofreiter würde man es vielleicht auch zutrauen, aber was man auch sagen kann, ist, dass das Verkehrsministerium im Sommer die neue Verkehrsprognose veröffentlicht hat, wo auch Kraftstoffkosten hinterlegt sind, und die haben eben eine Verkehrsprognose bis zum Jahr 2030 gerechnet mit Kraftstoffkosten im Jahr von 2,10 Euro und einer Mineralölsteuererhöhung, die hinterlegt ist, von 65 Cent auf 1,03 Euro, glaube ich. Hat da ein alter Mitarbeiter, der dem Minister nichts Gutes wollte, was reingeschmuggelt in einen langen Bericht? Ja, reingeschmuggelt ist ein ganz gutes Wort, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird gar nicht thematisiert. Es scheint nicht richtig aufzufallen, dass das reingeschmuggelt wurde. Aber es ist eine Konsequenz daraus, dass durch die CO2-Pkw-Standards die Effizienz der Fahrzeuge, der Pkw, deutlich ansteigen wird. Das heißt, wenn man irgendwie den Steuerhaushalt beibehalten möchte, im Gleichgewicht halten müsste, müssen einfach, das ist eine Konsequenz daraus, die Kraftstoffsteuern erhöht werden in Zukunft. Sonst wird es einfach deutlich geringere Einnahmen geben. Das mal so die Haushaltsperspektive. Klimaschutzperspektive ist dieser sogenannte Rebound-Effekt. Sprich, wenn ich effizientere Pkw hatte, Sie haben es ja schon angesprochen in Ihrer Einführung zu mir, effizientere Pkw heißt, ich habe geringere Kosten pro Kilometer, wenn nicht gleichzeitig die Kraftstoffpreise steigen, und dann fahre ich auch mehr Auto, weil es ja so schön günstig ist. Das Problem ist ja, dass darüber keiner spricht. Der Förderverein Ökologische Soziale Marktwirtschaft hat es gerade noch mal nachgerechnet. Die haben gesagt, erhöht der Staat die Energiesteuern für Benzin und Diesel um 1 Cent pro Liter.
1 Cent, kommen etwa 600 Millionen Euro in die Kasse. Und ich vermute, dass hier die meisten wissen, was Alexander Dobrindt mit der geplanten Maut einspielen will. Das ist nämlich geringer. Das hört sich auch viel einfacher an und ist ohne bürokratischen Aufwand. Redet aber niemand darüber. Maria Krautsberger, können Sie mir das erklären? Haben Sie Gespräche mit Politikern, die Ihnen dann sagen, ja, ist wissenschaftlich ganz hübsch, aber machen wir nicht? Also ich habe jetzt nicht die entscheidenden Gespräche mit Politikern darüber geführt, aber es ist ja eine alte Diskussion. Das ist ja nicht etwas, was gerade in diesem Jahr und im Kontext des Klimaschutzes neu beginnt, sondern das ist so ein Angstbereich für Politiker offensichtlich, damit eine außerordentlich unpopuläre Maßnahme zu ergreifen. Deswegen sage ich auch, solche Maßnahmen muss man im Kontext sehen. Man gewinnt ja auch damit. Und Maut ist ja auch kein populäres Instrument, obwohl ich bin gar nicht grundsätzlich gegen Bemautung, bloß, also wir müssen jetzt darüber nicht reden. Natürlich muss man, das ist ein altes Prinzip der Verkehrspolitik, immer dieses Push and Pull auch in diesem Bereich zugrunde legen, und das ist ein gangbarer Weg, man muss ihn erklären. Aber es hakt irgendwie. Vielleicht widmen wir uns mal kurz der Frage, woran es denn eigentlich hakt. Martin Zornaden, haben Sie eine Idee dazu? Woran hakt es in diesem Fall? Sie gucken. Ich würde erst mal sagen, ich glaube, dieser Mitarbeiter hat gar nicht groß schummeln müssen. Wenn wir uns die Preissteigerungen beim Benzin angucken in den letzten 15, 20 Jahren, das ist auch ungefähr so diese Rate gewesen. Also vor 20 Jahren, wenn man gesagt hätte, jetzt noch umgerechnet von damals D-Mark in heute Euro, das Benzin, ich lege mal zugrunde, das Benzin wird in Zukunft 3 Mark kosten, hätte jeder natürlich erstmal geschluckt, aber es ist letztendlich ohne wirklich nennenswerte Veränderungen, jetzt was den Gebrauch des Autos anlangt, gerade im Blick auf Schadstoffausstoß und so weiter, irgendwo doch überwiegend einfach geschluckt worden. Also ich glaube, das macht erstmal deutlich, dass der Preis ein Element natürlich zur Steuerung ist, und das wird man auch weiter nutzen müssen, aber es reicht nicht. Ich brauche in der Tat noch weitere Maßnahmen, wenn ich wirklich zu einem schadstoffneutralen Verkehr kommen will, wenn man ihn jetzt mal gesamt sehen. Und ich glaube, das ist auch hier wieder wichtig. Maria Krautsberger hat es vorhin gesagt, wir dürfen nicht die einzelnen Verkehrsarten sehen, sondern wir müssen es wirklich in der Summe sehen. Und da ist Preis ein Mittel, aber es müssen auch ein paar andere Dinge passieren, um dann wirklich eben dieses Ziel zu erreichen. Maria Krautsberger wollte gerade noch was zusagen. Ja, ich wollte gerne da noch mal ansetzen und sagen, ich muss eben auch die Alternativen anbieten. Ich muss die Alternativen attraktiv gestalten. Das ist letztendlich die entscheidende Frage. Dann kann ich auch mit dem Preisen als Instrument spielen. Aber ich muss natürlich den Verkehrsteilnehmern zeigen, wie man trotzdem mobil bleiben kann, auch ohne Auto oder ohne. Genau. Dazu haben ja hier heute Morgen schon ganz viele auch etwas gesagt, wie man das realisieren kann. Lassen wir uns noch kurz bei dem Punkt bleiben, woran hakt es? Wiebke Zimmer, vielleicht ist ja auch die Debatte einfach nicht ehrlich, weil niemand über die Verlierer redet, über die sozial Schwachen, über die Leute in der Automobilindustrie. Ist das für Wissenschaftler im Öko-Institut kein Thema, oder ist es auch für Politiker wie Toni Hofreiter kein Thema, weil es zu sozialdemokratisch und zu links ist und weil keiner so recht weiß, wie man eine Jobtransformation hinkriegen soll? Es ist die Frage, ob es wirklich, also ich meine, es wird, alle reden darüber, also sobald man das Thema, wir wollen CO2-Minderung im Verkehr erreichen, anspricht, wird sofort mit Arbeitsplätzen und Jobs argumentiert. Also es ist durchaus ein Thema. Es stellt sich aber die Frage, wenn man wirklich Klimaschutz will, ob es dann nicht, also es bedarf einer grundsätzlichen Transformation in allen verkehrsrelevanten Sektoren, was nicht unbedingt gleich bedeutet, dass es irgendwie, weiß ich nicht, große Entlassungen in der Automobilbranche geben muss. Also das ist so ein, das ist halt so ein Totschlagargument, was immer verwendet wird. Um Gottes Willen, das können wir nicht machen, weil es kostet uns Arbeitsplätze. Punkt. Mhm. Aber müssen dann nicht vielleicht Leute, die den Klimaschutz denken, eben auch interdisziplinärer denken und sich überlegen, okay, wie kann man
diesen Arbeitsplatzverlust und so weiter vermeiden oder zumindest in Positives umdrehen? Martin Sonnen, was würden Sie sagen? Ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass man eben diese Wirkungsgefüge, die zugegebenermaßen sehr komplex sind, mit bedenken muss, wenn man wirklich überzeugende Lösungen hinbekommen will. Denn wir hatten vorhin beim Handel diese Frage, also E-Commerce einerseits und dann andererseits stationärer Einzelhandel. Und auch da war der Betrachtungshorizont primär der Schadstoffausstoß. Das aber natürlich der stationäre Handel für eine Stadt ein zentrales Element von Attraktivität ist, also ein zentrales Element von Stadtentwicklung und damit auch letztendlich eine Förderung der kompakten Stadt, was wiederum auch dem Klima zugute, der Klimaentwicklung zugutekommt, das fällt dann so ein bisschen unter den Tisch. Also auch die anderen Themen mitzudenken, halte ich für zentral. Im Übrigen hilft es A, dem Klima und B, aber erleichtert es auch wirklich letztendlich die Umsetzung von Zielen, die vielleicht im ersten Anlauf erstmal unpopulär rüberkommen. In dem Moment, wo man aber deutlich machen kann, dass eben auch, wenn wir jetzt über die Arbeitsplätze reden, sich Lösungen überlegt hat, wie man einen solchen Prozess vernünftig gestalten kann, kann man schon einige Widerstände mindestens reduzieren. Aber man muss es auch wirklich tun. Und man hat auch ja nun Beispiele, wie schnell gerade auch in der Autoindustrie Arbeitsplätze verschwinden können. Wenn man sich in Bochum den Abbau der Opel-Arbeitsplätze anguckt, 2006 waren noch fast 10.000 Arbeitsplätze bei Opel und jetzt 10 Jahre später ist null. Das hat aber also das geht ruckzuck. Ja, ja. Aber mit der Verkehrswende hatte das in Bochum natürlich nein, nichts zu tun. Aber solche Arbeitsplätze sind heute sehr labil. Das ist ein flüchtiges Gut sozusagen und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich in 5 Jahren noch genau diese Arbeitsplatzzahl habe. Wir müssen da einfach die globalen Entwicklungen sehen und das kann ganz schnell gehen. Die Firmensitze sitzen heute teilweise ganz woanders. Also spielen viele Faktoren rein. Martin Sonnetten hat gerade von Widerständen gesprochen. Wiebke Zimmer, Sie erarbeiten das ja nun alles, Carsharing, Bus, Bahn fördern, Kombi-Tickets, Radwege und so weiter. Die Ideen liegen alle vor. Auf welche Widerstände stoßen Sie denn da? Was sind die größten Hürden, die man dann auch überwinden müsste? Da würde ich ganz gerne nochmal bei dieser Gesamtstrategie, ne? Ich bin voll bei Ihnen, ne? Ist ja auch die Studie, die das DIFO fürs Uber gemacht hat. Wir brauchen, davon bin ich auch überzeugt, eine integrierte Strategie, die alle Ebenen miteinander verknüpft und eben wirklich diese Wechselwirkung mit berücksichtigt. Sonst kommen wir nicht weiter. Die Frage ist nur tatsächlich, was ist der Auslöser oder was könnte der Auslöser sein, damit wirklich so eine Strategie angedacht oder angegangen, also nicht nur angedacht, sondern angegangen wird. Weil schlussendlich sind die ganzen Maßnahmen, mit denen beschäftigen wir uns seit wie vielen Jahren? 10, 20 Jahren, die sind doch mehr oder weniger bekannt, es werden nur wirklich, wirklich wenig umgesetzt. Und die Frage, die sich mir stellt, oder ist, wie kommt man dahin? Elektromobilität ist Thema geworden, ist in den Markt gepusht worden, weil es Industriepolitik ist. Es gab die Wirtschaftskrise, wir müssen was für unsere Automobilindustrie tun. Das heißt, der primäre Ansatzpunkt, Elektromobilität zu fördern, in dem massiven Ausmaß, wie es gemacht wird, war ein industriepolitisches Thema. Glücklicherweise, wenn man es richtig ausgestaltet, geht das jetzt mit dem Klimaschutz Hand in Hand. Aber so, und wo ist der Ansatz oder was ist der Initiator für eine integrierte Gesamtstrategie für den Verkehrssektor? Ja, nun, wenn die Bundesregierung hat klare Ziele formuliert im Hinblick auf die Klimawende und den Klimawandel, da ist die umweltgerechte Verkehrsentwicklung ein zentrales Element. Ergo, also im Moment haben wir im Grunde genommen erstmal, denke ich, eine vergleichsweise, verglichen mit früheren Jahren, Jahrzehnten, günstige Situation, dass hier jetzt wirklich langsam ja auch Otto Normalverbraucher deutlich wird, man muss sich wohl mit den Fragen auseinandersetzen. Also wenn dann inzwischen im Münsterland die Gullideckel hochfliegen, weil auf einmal 290 Liter Regen auf den Quadratmeter innerhalb kürzester Zeit runterprasseln, dann entsteht doch eine Situation, die vom Grundsatz her erstmal die Bereitschaft, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, größer wird, habe ich zumindest den Eindruck. Und insofern, das ist kein Selbstläufer, aber also wenn man jetzt diese Situation nicht nutzen kann, frage ich mich so ein bisschen, wie muss sie noch werden? Gut, wenn Leidensdruck dann absolut kaum noch auszuhalten ist,
mag bei dem einen oder anderen Hartleibigen auch noch die Bereitschaft steigen, aber dann wird es natürlich schwieriger. Und ich glaube schon, dass wir inzwischen relativ weit sind. Maria Krautsberger, wie viele hochschießende Gullideckel brauchen wir denn noch? Was sagen Ihre Wissenschaftler im Umweltbundesamt? Die arbeiten jetzt die ganze Zeit an diesen Konzepten, die haben einiges vorgelegt, die reden über Tempolimit, über Emissionsbegrenzung und so weiter. Wie frustrierend ist es eigentlich für die Wissenschaft, wenn sie dann bei der Politik so wenig durchdringt und womöglich am Schluss auf Gullideckel hoffen muss? Wie frustrierend ist es? Ich will es mal so sagen, es bedarf, glaube ich, keinen zusätzlichen Anstoßes, auch konzeptionell weiterzumachen auf Bundesebene. Das bedarf es nicht, es bedarf des politischen Willens. Und man hat ja schon den Eindruck, mal unabhängig davon, ob das jetzt frustrierend ist oder nicht, man gibt ja nie auf, weil man entdeckt ja immer was Neues und mischt sich in die Diskussion ein. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es eine große Scheu gibt, Themen anzupacken, also mit Ausnahme dieser Maut. Aber sonst passiert ja wenig. Also es gibt ja auch in der Koalitionsvereinbarung durchaus Punkte, die interessant sind, wie zum Beispiel auch das Flughafenkonzept. Ich habe darüber noch nichts gehört. Wir würden es sehr begrüßen, wenn die Bundesregierung sich mal auch an dieses Thema begeben würde, denn auch dieses birgt vielerlei positive Aspekte, nicht nur für die Infrastruktur, für den Industriestandort Deutschland, sondern auch für den Klimaschutz und den Umweltschutz. Spricht denn Barbara Hendricks nicht mit Ihnen? Doch. Hört die nicht auf Sie? Doch, ich glaube, Barbara Hendricks wird sich wahrscheinlich einsetzen für die Realisierung dieser, nehme ich mal an, dieses Punktes. Ich habe mit ihr nicht darüber gesprochen. Ich stelle nur fest, bis heute gibt es keine Initiativen, mit diesem Thema voranzukommen, was auch, was aus meiner Sicht sehr, sehr wesentlich wäre. Wiebke Zimmer, jetzt haben wir ja auch gehört, dass zwar in der Stadt viele Leute umsteigen, Carsharing, so war es auf einem dieser Flipcharts zu sehen, finden vor allem die jungen Männer total cool, aber auf dem Lande, da ist es mit dem Carsharing noch nicht so weit, da ist es auch noch nicht so, dass die Jugendlichen wirklich umgestiegen sind. Werden nicht da die Wahlen entschieden? Und das ist genau das Problem, was Sie dann als Wissenschaftlerin auch haben. Die Politik zieht nicht mit, wenn in den Wahlen, in den Ländern noch anders oder auf dem Lande noch anders entschieden wird. Ja, das würde ich einfach mit einem kurzen Ja, glaube ich, auch beantworten wollen. Also ist einfach so, ja. Dann gehört aber auch das zu der ehrlichen Debatte dazu, dass wir womöglich in den Städten zwar schon eine Wende haben, aber in Wahrheit das mit der Verkehrs- und multimodalen Mobilität noch gar nicht so weit vorangeschritten ist? Ich meine, seien wir mal ehrlich, dieses Thema Multimodalität, dass es irgendwie stärker ansteigt, das sind die letzten paar Jahre, ne, dass es immer mehr und irgendwie auch sichtbar wird in Berlin, irgendwie ganz deutlich. Und es ist bei vielen Innovationen ist es so, dass die in den Städten beginnen, ne? Wie so Kristallisationskeime und dann auch in den ländlichen Raum, wobei man beim Verkehr, es ist jetzt nochmal Verkehrskonzepte für den ländlichen Raum, müssen natürlich maßgeschneidert für den ländlichen Raum sein und es ist deutlich schwieriger, da Lösungen zu finden als für die Stadt, aber es ist ein Prozess, der hat begonnen vor ein paar Jahren und er wird auch, davon bin ich überzeugt, ins Land diffundieren, in den ländlichen Raum. Naja, nur auch da muss man doch wieder sagen, also im Moment bei dem Status quo der alternativen Verkehrsmittel kann man es auch, ist ja kaum ein Angebot da und es zieht sich im Moment eigentlich mehr zurück, als dass es besser wird. Also von daher ist doch das wieder aus meiner Sicht ein wunderbares Zeugnis dafür, dass im Moment zu wenig sektorübergreifend gedacht wird. Denn die Bundesregierung, sämtliche Landesregierungen erklären alle, sie wollen den ländlichen Raum stützen, aber gleichzeitig werden zum Beispiel oder wurden von der letzten Landesregierung in Sachsen die Regionalisierungsmittel gekürzt mit der Konsequenz, dass natürlich der öffentliche Verkehr im ländlichen Raum weiter ausgedünnt würde. Die Jugendlichen, die eventuell Carsharing machen würden, wandern ab sowieso aus den ländlichen Räumen in die Städte, sobald sie die Möglichkeit haben, dazu in erheblichem Maße, sodass auch da gerade der Schülerverkehr, der bisher eine wesentliche Stütze der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs in ländlichen Räumen war, wegbricht als Finanzierungssäule. Also insofern, wie gesagt, ist es zentral, auch da zu sagen, ich habe einerseits
unter Klimaaspekten, anderen Aspekten das Thema Verkehr. Aber ich kann mit Investitionen in einen umweltfreundlichen Verkehr, also eben Bus, Bahn etc., Carsharing, vielleicht auch Unterstützung, gleichzeitig auch wieder Attraktivität in ländlichen Räumen zumindest halten und eventuell sogar steigern. Denn ich meine, die Leute wollen ja weiter auch am Leben teilhaben und können teilweise auch gar nicht mehr Auto fahren. Manche können sich es auch gar nicht. Altersmäßig, demografischer Wandel, ja, das nimmt zu, muss man ganz klar sagen. Oder aber auch vor dem Hintergrund der Einkommenssituation, auch gerade Wohlhabende wandern teilweise jetzt wieder, ältere Wohlhabende wandern in die Städte ab, weil sie einfacher da am allgemeinen Leben teilnehmen. Also auch hier wieder, es wird manchmal jetzt vielleicht langweilig klingen, aber man könnte eigentlich bei integriertem Denken mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das ist, glaube ich, der Weg. Okay, integrierter Denken. Wir müssen mal kurz überlegen, mit welchen Instrumenten man das eigentlich umsetzen kann. Und der Bundesverkehrswegeplan ist hier angedacht als integriertes Instrument, wenn man so will. 2015 wird Alexander Dobrindt den neuen Bundesverkehrswegeplan fertig haben. Wann ist das, Wiebke Zimmer, ein guter Plan? Was muss da alles zusammengedacht werden? Also wesentlich ist, dass es stark in den Erhalt geht. Wesentlich ist, dass ein Gesamtkonzept gemacht wird und nicht Einzelprojekte gefördert werden, sondern dass die in ihrer Gesamtheit gedacht werden. Also sprich Mobilitätskonzept, Verkehrskonzept für Deutschland und dann guckt, wo die Einzelprojekte sinnvoll eben ergänzen können. Haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass das dann auch später so aussehen wird? Nicht so richtig. Woran hapert es? Ja, es ist ja schon, es ist ein relativ schwieriges Konstrukt insgesamt und ein sehr aufwendiger Prozess und es steckt wahnsinnig viel dahinter mit Nutzen-Kosten-Berechnung und so weiter, mit einzelnen Gewichtungsvariablen, die dahinter stecken. Und es ist natürlich so, dass auch jedes Land möglichst Projekte gefördert haben will, weil das Investitionsmittel bedeutet. Also wir kriegen Besuch. Da kommt Toni Hofreiter. Herzlich willkommen, Toni Hofreiter. Toni Hofreiter, ich habe Sie schon vorgestellt. Sie wollen eine 180-Grad-Wende in der Verkehrspolitik. Wir waren beim politischen Willen, mit dem scheint es irgendwie nicht so weit her zu sein und sind jetzt gerade beim Bundesverkehrswegeplan. Wiebke Zimmer, wollen Sie das noch weiter kurz ausführen oder sollen wir gleich mal an Toni Hofreiter geben? Was er? Als Belohnung dafür, dass ich zu spät komme oder wie? Nee, nee. Haben Sie im Stau gesteckt? Nein, ich habe nicht im Stau gesteckt. In meiner Einladung stand die wunderschöne Büroadresse Ihres wunderschönen Büros. Also ich habe gerade eine Berlin-Rundfahrt gemacht. Mit dem Fahrrad, das ist sehr gesund. Nee, nicht mit dem Fahrrad komplett. Das tut mir sehr leid. Möchten Sie vielleicht einfach ein kurzes Getränk und dann steigen wir in die Diskussion weiter ein? Ich höre einfach erstmal zu und... Wunderbar, wir sind beim Bundesverkehrswegeplan. Maria Krautsberger, dann muss ich Sie noch mal vereinnahmen als potenzielle Verkehrsministerin. Wenn Sie jetzt so einen Bundesverkehrswegeplan... Wenn Sie jetzt so einen... Will ich wirklich nicht sein. Sie wollen das gar nicht? Nein. Okay. Okay, als Chefin des Umweltbundesamtes, wenn Sie jetzt so einen Bundesverkehrswegeplan auf den Weg bringen wollen würden, wie würden Sie das angehen? Was würden Sie da für Vorgaben machen? Womöglich könnte man ja auch schon am Anfang etwas ändern und die nicht einfach so laufen lassen. Was müsste sich da ändern? Ja, ich nenne mal ein Stichwort. Sie haben das ja schon kurz erwähnt. Ich sage nur mal, Einbeziehung der Umweltkosten, der externen Kosten. Das ist ein altes Thema, eine alte Forderung, der es bislang noch nicht gelungen ist, in die Umsetzungsphase zu gelangen. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, der hier auch den Rahmen verändern würde und die Finanzierungsbeurteilung einzelner Maßnahmen zu einem deutlich anderen Ergebnis bringen würde. Ja, und wenn ich jetzt Verkehrsministerin wäre, würde ich mir vielleicht auch neue Mitarbeiter suchen, die einen anderen methodischen, stärker ökologisch orientierten Ansatz mit einbringen könnten. Und dann würden wir mal sehen, was da anderes entsteht. Und ich glaube, das wäre erstmal ein Aufschlag,
Um die strukturelle Autoabhängigkeit zu vermeiden, würden Sie dann zum Beispiel die Umweltzonen ausweiten? Wäre das ein Weg weg vom Auto? Ich glaube, das wird nicht wirklich helfen. Also die Umweltzonen waren ja ein Instrument, das helfen sollte, Luftreinhaltungsziele durchzusetzen. Wenn man weg vom Auto will, muss man, es tut mir leid, dass ich es jetzt wieder sage, muss man wirklich einen integrierten Ansatz fahren. Umweltzonen alleine helfen dabei nicht, das sieht man ja. Also sie helfen nur dazu, bestimmte Fahrzeugflotten oder Fahrzeugflotten zu erneuern, bestimmte Fahrzeugtypen nicht in ein Gebiet hineinzulassen, aber sie helfen nicht, sondern man braucht, wie wir schon alle mehrfach betont haben, einen integrierten Ansatz, der verschiedenste Instrumente bündelt in den Städten, aber auch regional und okay, dann versuchen wir mal, das integrativ handhabbar zu machen. Ich habe es ja vorhin schon versucht, indem ich Wirtschaftsminister Gabriel mir Zuständigkeiten zuschustern wollte. Aber Martin zur Netten, zwar ist jetzt im Kanzleramt gerade wenig Platz, da müssen ja einige ausziehen, ausgerechnet der Bereich Energie übrigens. Die gehen in das viel zu groß geratene Bildungs- und Forschungsministerium rüber. Aber trotzdem, wäre das womöglich eine Möglichkeit, dass man eine Taskforce Verkehrswende oder eine Anti-Stau-Taskforce an der Spree etablieren würde und ins Kanzleramt schicken würde, dann hätten Sie Ihren integrierten Ansatz. Wäre das irgendwie eine gute Idee? Naja gut, beim Kanzleramt ist ja schon im Hinblick auf Nachhaltigkeit sozusagen die zentrale Stelle angesiedelt, wenn ich das richtig sehe. Die Frage ist ja dann bei Anti-Stau auch, wie reagiert man drauf? Also beim Bundesverkehrswegeplan ist ja das zentrale Element, dann durch Straßenbau sozusagen den Engpass zu beseitigen. Wesentlich wichtiger wäre es ja dann eben, sich über alternative Modelle Gedanken zu machen, nämlich den Automobilverkehr zu reduzieren und auf andere Verkehrsarten zu verlagern. Nur das ist eben, glaube ich, auch im Moment ein nicht in sich konsistentes Handeln, wenn ich einerseits sage, ich will, was ja der Bundesverkehrswegeplan auch durchaus als Ziel formuliert, also auch Stärkung der Schiene und so weiter, aber andererseits wird das ganze Thema Gigaliner weiter gepusht, womit ich gerade wieder Konkurrenz zur Schiene schaffe. Also hier fehlt einfach wirklich die gerade Linie, um dann wirklich bestimmte Ziele durchzuführen. Man konterkariert sich sogar in diesem relativ engen Sektor teilweise selber. Toni Hofreiter, das läuft alles irgendwie nicht so ganz gut. Sie wollen die 180-Grad-Wende. Wenn Sie schon ganz früh da gewesen wären, hätte ich Sie das gefragt. Und ich will es jetzt einfach noch mal kurz einschieben. Wir wissen, da funktioniert vieles nicht, aber irgendwie ist das ja auch so ein bisschen einfach. Deshalb wollte ich Ihnen die Frage stellen, was läuft denn so richtig gut? Was macht Verkehrsminister Alexander Dobrindt richtig gut? Und Sie kommen nicht damit raus, dass Sie sagen gar nichts. Sie müssen ein Projekt nennen. Ach du Schande. Los, versuchen Sie es hier. Das ist hier kein Kindergarten. Naja. Also ich meine, ich beantworte Fragen ja gerne ernsthaft. Deshalb, was macht Alexander Dobrindt in seiner Eigenschaft als Verkehrsminister? Okay, vielleicht hat er ja ein ganz anderes Problem. Also da fällt mir im Moment gerade echt nichts ein. Was macht er richtig gut? Er hat Fahrradständer vor seinem Ministerium. Ja, dann nehmen wir das. Okay. Wunderbar. Vielleicht hat er auch einfach ein Problem. Vielleicht ist die Verkehrswende einfach zu teuer und er kriegt kein Geld. Wie kommt dann mehr Geld für die Verkehrswende? Sie wollen mehr Mittel für die Schiene, Sie wollen irgendwie alles schneller und schöner. Aber woher soll das Geld dafür kommen? Das, glaube ich, ist in der Verkehrspolitik der generell übliche und trotzdem grundfalsche Ansatz. Es wird immer mehr Geld gefordert. Aber mehr Geld, wenn einem in so einer verkorksten Politikfeld wie Verkehrspolitik nichts anderes einfällt wie mehr Geld, dann liegt man im Grunde schon mal falsch. Nämlich mit mehr Geld können Sie einfach auch fröhlich Unsinn anstellen. Und jemand von der DB AG hat mir mal erzählt, am Ende wird
das berühmt-berüchtigte, inzwischen von allen genervte Beispiel Stuttgart 21, 11 Milliarden Euro kosten, wenn es dann fertig ist. Mit 11 Milliarden Euro, gibt es eine alte Studie vom Umweltbundesamt, können Sie die Kapazität des gesamten deutschen Schienennetzes für Güterverkehr verdoppeln. Also mit der einen Summe können Sie den Bahnhof in die Tiefe legen, das wird gemacht. Aber mit der gleichen Summe, wenn Sie den Bahnhof nicht in die Tiefe legen, könnten Sie die Kapazität des Schienennetzes für den Güterverkehr verdoppeln. Und das nicht in Stuttgart, das nicht in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland. Man hätte das Geld für das eine oder auch für das andere ausgeben können. Deshalb, ich glaube, in der Verkehrspolitik mit mehr Geld kriegen Sie die Probleme nicht geheilt. Und weil wir vorher beim Bundesverkehrswegeplan waren, es wäre ja schon mal schön, wenn es überhaupt einen Bundesverkehrswegeplan gäbe. Der kommt 2015. Nein, der kommt auch nicht 2015 und der kam auch in der Vergangenheit nicht. Das ist eine wahllose Ansammlung von Einzelprojekten, die zugeschnitten ist auf die Interessen der einzelnen Wahlkreisabgeordneten und wenn es um größere Projekte geht, auf die Interessen einzelner Ministerpräsidenten und das war's. Mit einem Plan hat dieses nichts zu tun. Das ist eine Liste von unrealistischen, zum Teil unsinnigen, zum Teil auch manchmal sinnvollen Projekten, die lose oder eigentlich überhaupt nicht verbunden, untereinander stehen und für die zufällig sozusagen nach politischen Machtkämpfen entschieden Geld zur Verfügung gestellt wird. Dann kriegen Sie jetzt wird. Auch die Frage, die Frau Krautsberger eben schon bekommen hat. Wenn Sie jetzt Verkehrsminister wären, welche Kriterien würden Sie anlegen für Anmeldung von Projekten für den Bundesverkehrswegeplan? 3 Stück. Ich würde erstmal, bevor wir überhaupt sozusagen von Projekten reden, davon reden, und uns erstmal darauf einigen, welche Art von Mobilität wollen wir überhaupt haben und was erwarten wir sozusagen von Infrastruktur. Nämlich die Interessen sind da so auseinanderfallend, dass sie am Ende Ihnen auch diese ganzen Kriterien nichts helfen. Das heißt, man bräuchte erstmal einen Mindestkonsens, mindestens in der Bundesregierung und in der Mehrheit im Bundestag, die dann regiert, wer auch immer das ist, dass wir sozusagen jetzt eine ernsthafte Infrastrukturplanung überhaupt machen wollen und vorgelagert eine Einigkeit darüber haben wollen, in welche Richtung wir mit der Mobilität gehen wollen. Nicht im Moment, muss man sagen, hat der Bundesverkehrswegeplan eigentlich auch mit Verkehrspolitik nichts zu tun. Also mit Mobilitätspolitik schon sowieso nichts. Aber mit Verkehrspolitik hat er im Kern auch nichts zu tun, dieser Bundesverkehrswegeplan. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu einem Projekt der Bundesregierung, was sehr wohl was mit Verkehrsplanung zu tun hat. Das ist nämlich das Klimaschutzaktionsprogramm, das am 3. März im Kabinett verabschiedet werden soll. Da ist heute Morgen der erste Entwurf. Am 3. Dezember, was habe ich gesagt? Oh nee, 3. Dezember, doch schon viel früher. Das hieß ja auch mal Klimaschutz-Sofortprogramm. Das musste dann umgestellt werden in Klimaschutz-Aktionsprogramm, weil es so schnell nicht ging. Aber immerhin ist es jetzt der 3. Dezember. Zwischendurch hieß es allerdings mittelfristiges Sofortprogramm. Das war mein absoluter Lieblingstitel. Genau, alles eine Frage des Namens. Auf jeden Fall kursiert seit heute der erste Entwurf. Seit heute Morgen. Sie können sich das auch anschauen. Der BUND hat es heute Mittag auch online gestellt. Ich habe mir das heute Morgen mal ganz kurz angeguckt. Ich habe es wirklich eher so überflogen. Sie können sich das schon denken. Es gibt sehr, sehr viele Leerstellen. Es steht zum Beispiel nichts zu den Kohlekraftwerken drin. Das weiß man ja, woran das liegt. Und das Kapitel mit den Maßnahmen zum Verkehr, das ist allerdings schon fertig. Das Kapitel hat 5 Seiten. Die Regierung will zum Beispiel weiterhin 1 Million E-Fahrzeuge, eine deutliche Erhöhung der Mittel für den ÖPNV, ein Förderprogramm für Rad- und Fußverkehr, ein Carsharing-Gesetz, Spritspartrainings und es will das Bundesreisekostengesetz prüfen. Denkbar sei, so steht es da, eine Reduzierung der Kilometerpauschale für die Pkw-Nutzung. Martin Zornetten, hätten Sie meinen Job, welchen Artikel würde ich dann morgen von Ihnen in der Zeitung lesen? Was würden Sie sagen, da geht wirklich was voran oder reicht das alles noch nicht aus? Na, erste Ansätze würde ich als über Punkt, Punkt, Punkt. Damit kriegen Sie nur 30 Zeilen, das ist ganz wenig. Sie schaffen das schon. Was würden Sie sagen, wie glaubwürdig ist dieses Programm, soll da im Klimaschutz durch Neuerungen im Verkehrsbereich tatsächlich etwas bewegt werden?
Naja, also die Punkte, die Sie gerade genannt haben, die sind ja schon länger in der Diskussion und die sind erstmal grundsätzlich nicht falsch. Also wenn man allein sich diesen im Grunde genommen ja kleinen Punkt Carsharing anguckt, wie lange man schon diskutiert, endlich mal die Bevorrechtigung von Carsharing im öffentlichen Raum hinzukriegen, das ist ja schon ein Witz, wenn man dann sieht, parallel dazu, wie schnell es ging, jetzt ein ganzes Gesetz auf den Weg zu bringen im Hinblick auf E-Mobilität, die nun, was ich für falsch halte, da auf einmal auf Busspuren sich bewegen können soll. Also wie gesagt, aber die Punkte, die Sie gerade genannt haben, ich habe heute das noch nicht im Internet gesehen, aber das, was Sie gerade genannt haben, ist überwiegend ja erstmal nicht richtig. Nur auch da wieder, man muss es jetzt in den Kontext setzen und daran weiterarbeiten, damit dann wirklich auch die positiven Wirkungen eintreten. Manchmal hilft es ja einfach zu gucken, was nicht drin steht. Nicht drin steht zum Beispiel Entfernungspauschale, Dienstwagenprivileg, Mineralölsteuererhöhung, alles Fehlanzeige, Wiebke Zimmer. Macht die Regierung sich da was vor? 10 Millionen Tonnen CO2 soll von den 62 bis 100 Millionen Tonnen, nach denen insgesamt gefahndet werden, der Verkehr einsparen. Kann das so gut gehen oder reicht das alles nicht aus? Das wird verdammt knapp. Also jetzt so... Ja, wird knapp. Ich habe noch was vergessen. Der Güterverkehr soll hybridisiert werden. Vielleicht hilft das? Hybridisiert? Hybridfahrzeuge. Wie viele? So konkret wird dieses Papier selten. Okay. Ja, könnte knapp werden, 10 Millionen Tonnen. Toni Hofreiter, haben Sie das auch schon gelesen, das Papier? Ja, wir haben es sogar schon kommentiert. Ich sage Ihnen mal einen Satz, den ich gerne von Ihnen kommentiert hätte. Da steht nämlich, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit soll die Entscheidungskompetenz der Kommunen hinsichtlich der Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen gestärkt werden. Wie hätten Sie das geschrieben? Geht ja offensichtlich um Tempolimit. Das ist trickreich geschrieben, aber mich würde interessieren, wie Sie das machen wollen. Nämlich im Grunde können Sie es nur in der Form machen, dass die Kommunen das selber entscheiden können, wenn Sie die Regelgeschwindigkeit auf 30 setzen und dann die Kommune die Ausnahme auf 50 oder 60 oder 80 bei einer Stadtautobahn raufsetzt. Aber das ist das, was Sie ja immer sich geweigert haben. Deshalb bin ich da sehr gespannt, wie in so einem Fall die das konkret umsetzen wollen. Kann die Bundesregierung das von sich selbst gesteckte Ziel im Verkehrsbereich, 10 Millionen Tonnen CO2 einzusparen, damit erreichen, was Sie da vorgeschlagen haben? Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn ich zum Beispiel das mit dieser 1 Million E-Autos, ich meine, das wird schon lange erzählt. Und wo E-Mobilität wirklich funktioniert, das ist am Fahrrad. Also ich meine, wenn man sich anschaut, welche technischen Möglichkeiten wir haben und so vom Nutzungsverhalten her, war die im positiven Sinne folgenträchtigste Erfindung, die wir die letzten 10 oder 20 Jahre hatten. Das war, wenn wir ehrlich sein, so das Pedelec. Und das ist eigentlich schon fast lustig. Also wenn man sich anschaut, dass in dem ganzen Mobilitätsbereich, in dem Hightech-Land Deutschland, einen Elektromotor ins Fahrrad reinzubasteln und es so zu machen, dass je stärker Madrid einen je stärker unterstützt, dass das die folgenträchtigste umweltpolitisch positivste technische Erfindung war, also das macht einen schon so ein bisschen verblüfft. Also die Bahn funktioniert noch so, wie sie vor 20 Jahren funktioniert hat, so im Prinzip. Klar, da sind ein paar Sitze schöner worden und so. Letztendlich der ÖPNV funktioniert noch so ähnlich, da ist ein bisschen was mit den Handys passiert. Autos schauen im Grunde auch noch im Prinzip so aus. Wie erklären Sie sich das? Ich erkläre mir das im Grunde damit, dass uns an sozialer Innovation in dem ganzen Bereich mangelt. Es ist in meinen Augen ist der Verkehrsbereich einer der Bereiche, der am erstarrtesten ist. Und damit sind wir sozusagen auch wieder beim Bundesverkehrswegeplan, wo wir schon vorher waren, dass da eben nicht um Mobilität und Verkehr geht, sondern dass da geht letztendlich um regionale Interessen zu befriedigen, politische Wünsche zu befriedigen und nicht um wirklich die Lösung von Transport- oder Mobilitätsproblemen. Der Herr Grieshammer, der könnte ein reicher Mann sein, der hat ja heute Morgen erzählt, dass er schon ganz früh so ein Pedelec anmelden wollte. Frau Krautsberger, jetzt ist das ein ziemlicher Durchbruch, das funktioniert ja gut mit den E-Bikes und so weiter. Sind die Verbraucher manchmal womöglich klüger als die Politiker? Das weiß ich nicht, ob man den Schluss jetzt daraus ziehen kann. Aber was kann man daraus lernen, wenn sich solche Sachen bekommen plötzlich so einen Drive,
und andere funktionieren gar nicht. Ja, man sieht es ja ein bisschen auch beim Carsharing. Das hat ja heute auch eine ganz andere Dimension als vor 10, 15 Jahren. Ich bin davon überzeugt, wenn man Angebote macht, die auch praktikabel sind, die bequem sind, die eine echte Alternative sind zum Auto, manchmal auch zum ÖPNV, der ja auch nicht immer bequem ist, leider, dann kann man damit sehr erfolgreich sein. Aber wann ändern Menschen ihr Verhalten? Gibt es da womöglich aus anderen Bereichen, von anderen Umweltproblemen Lehren, die man für den Verkehrsbereich ziehen kann? Das Umweltbundesamt versucht ja, solche Fragestellungen zu erforschen. Es gibt da keine einfache Antwort darauf. Das sind in aller Regel auch Angebote, die dann zu gesellschaftlichen Trends führen und die Nachahmer finden und die aber von ganz vielen Faktoren begleitet werden müssen. Wir wollen dieser Fragestellung gern nachgehen, aber wir werden damit sicherlich also kein Instrument schaffen können, das einen solchen Weg dann auch prognostisch vorhersagen lassen wird. Aber ich bin schon davon überzeugt, man sieht es ja auch im öffentlichen Nahverkehr, wenn es attraktive Angebote gibt, folgen Verbraucher diesen Angeboten. In der Schweiz hat auch die Eisenbahn einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Und da kann man sich orientieren an solchen Beispielen, die es ja nicht nur national, sondern auch international gibt. Und man muss sich sozusagen die besten Beispiele heraussuchen und versuchen, sie auch dann hier umzusetzen. Es geht darum, welche Botschaften braucht man denn eigentlich, wenn man die Verkehrswende und die Mobilität in der Zukunft anders fördern will. Martin Zornedden, wir haben das gehört, in New York ist ein Tempolimit eingeführt worden. Da war keine Rede davon, dass das irgendwie dem Klima helfen würde. Da ging es allein um Sicherheitsaspekte. Ist das womöglich besser, gar nicht über Öko zu reden und andere Aspekte in den Vordergrund zu stellen? Bequemlichkeit, neues Lebensgefühl, Gesundheit, ÖPNV, Radfahren macht schlank, was weiß ich, sowas? Auch, ja, in dieser ganzen Bandbreite, natürlich. Nur, man muss dazu dann auch sagen, das Angebot muss dann auch wirklich stimmen. Nur es zu versuchen zu verkaufen, wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen die Produkte sozusagen, eben die alternativen Verkehrsmittel, auch entsprechend attraktiv gestalten beim ÖPNV als Gesamtsystem, wie es in der Schweiz eben ist, jetzt auch über Jahrzehnte gewachsen, wobei wir in Deutschland ja auch Ansätze schon lange haben. Wenn man sich anguckt, was in Karlsruhe seit den Zeiten von Herrn Ludwig passiert ist und nach wie vor auch eine gute Tradition führt, und nicht umsonst ist Karlsruhe jetzt ja auch beim Thema Carsharing wieder eine der Städte, die da vorne weg ist. Also das ist dann auch eine Frage zum Beispiel von solchen Entwicklungshistorien, dass auf einmal diese ganze Thematik einen anderen Stellenwert in der Stadtgesellschaft hat als in Städten, wo eben weniger passiert, aus welchen Gründen auch immer. Und beim Pedelec glaube ich, dass auch eine Rolle spielt, auch das eben eine Frage einer längeren Entwicklung, dass heute einfach das Fahrrad einen ganz anderen Stellenwert hat als noch vor 20 Jahren. Da war es im Grunde genommen ein Verkehrsmittel, oder sagen wir 30 Jahren, um ein bisschen weiter zurückzugehen, was Leute hatten, die sich kein Auto leisten konnten und Motorrad war nicht mehr so richtig in, oder von Jugendlichen, die noch nicht Auto fahren durften sozusagen. Und inzwischen ist das Fahrrad eben mit den ganzen Eigenschaften konnotiert, die Sie genannt haben. Und dafür gibt man inzwischen auch für ein normales Fahrrad, gibt es Leute, die dafür auch erheblich mehr ausgeben als früher. Und in dem Moment wird natürlich auch ein Pedelec sozusagen noch mit dem Add-on der einfacheren Bewegungsmöglichkeit, gerade auch für Ältere und so weiter, zu einem ernsthaften Teil der Verkehrsabwicklung. Toni Hofreiter, welche Botschaften brauchen wir? Vielleicht muss man doch einfach auch mal knallhart sagen, sein. Und Sie müssten Ihrer Partei mal sagen und Ihren Mitgliedern: Mensch, hört auf zu fliegen, hört auf so viel Auto zu fahren, geht einfach zu Fuß. Trauen Sie sich das? Naja, das kann man natürlich probieren. Das Problem ist halt, dass in einer Demokratie zum Glück nicht so funktioniert, dass man den Leuten irgendwas anordnet, sondern dass man dafür Mehrheiten braucht. Und ich glaube, man kann schon beobachten, wann Dinge angenommen werden von Menschen, wann andere Verkehrs
Ideen angenommen werden. Und die Schweiz ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Ich war vor kurzem erst wieder in der Schweiz und der Punkt ist, warum das angenommen wird, ist, weil es dort einfach praktisch ist. Also da ist mit dem ÖPNV unterwegs zu sein einfach keine nervige Angelegenheit, sondern es ist für Nutzer praktisch, bequem und zuverlässig. Und das ist halt was ganz anderes als in vielen Fällen bei uns. Da brauchst du dir keine großen Gedanken machen. Da musst du wissen, wo du umsteigst. Du steigst in die Straßenbahn ein, dann nimmst du als nächstes das Schiff, dann kommst du mit dem Schiff voran und tatsächlich die Standseilbahn steht bereit. Und wenn die Standseilbahn oben ankommt, dann steht da ein Bus. Du steigst aus der Standseilbahn aus und steigst in den Bus ein. Und das funktioniert sozusagen. Und bei uns denkst du, da hast du zwar inzwischen moderne Möglichkeiten, oh Scheiße, eine halbe Stunde Umsteigezeit, eine Dreiviertelstunde Umsteigezeit. Am allerbeliebtesten bei uns ist, wenn man unterwegs ist, so in ländlichen Regionen, wie ich da in der Schweiz unterwegs war, ist der sichtbare Anschluss. Also man kommt an und sieht den Bus noch wegfahren. Das ist ja das Allerschönste, mein Lieblingshighlight, der sichtbare Anschluss. Und das ist eben alles nicht der Fall. Und da merkt man einfach, das wird von Menschen geplant, die von den Bedürfnissen der Nutzer ausdenken, während bei uns wird das von letztendlich geplant, vielleicht sogar auch noch von Menschen, die vom Nutzer ausdenken, aber bei der Umsetzung geht es dann um andere Dinge. Da geht es dann darum, es soll technisch schick sein, es soll irgendwie modern sein, man will einen schönen Artikel in der Regionalzeitung dafür haben, man will möglichst sozusagen viel Geld verbaut kriegen und lauter so Quatsch. Nämlich erstaunlicherweise ist das Verkehrssystem, also das ÖPNV-System in der Schweiz oft erstaunlich unmodern. Warum bringen sich die Bürger da nicht mehr mit in die Planung ein, sondern rebellieren immer erst dann, Wutbürger und so weiter, das ist ja vielfach beschrieben worden, wenn die Planung irgendwie, wenn die Bagger schon vor der Tür stehen? Ich glaube, weil es auch keine klassische Aufgabe von Bürgern ist. Von Bürgern sozusagen, die ihr tägliches Leben führen, dafür zu sorgen, dass wir eine vernünftige Verkehrsplanung kriegen. Das ist eigentlich eine Aufgabe von Fachleuten und dann von vernunftbegabten Politikern, die nach einigermaßen rationalen Kriterien das Ganze machen. Ich muss sagen, ich, wenn normaler Bürger wäre, hätte auch gern was anderes zu tun, neben meiner Arbeitszeit, als wie denen zu sagen, so, entschuldigen Sie mal, es wäre doch vielleicht klug, wenn der Bus nicht 5 Minuten abfährt, bevor die Bahn ankommt. Das ist doch eigentlich etwas, was man normalerweise erwarten könnte, dass das die Mischung aus repräsentativer Demokratie und Verwaltung hinkriegt. Sehr, sehr gut. Stimmt, ist aber gerade nicht so. Und wäre es dann nicht vielleicht eine Möglichkeit, gäbe es überhaupt Instrumente dazu, den Bürger stärker in solche Dinge mit einzubeziehen? Denn das, wo man mitredet, schätzt man ja auch meistens mehr. Das sollte man auf alle Fälle. Ich meinte bloß, man soll die Verantwortlichen für diesen Quatsch nicht sozusagen aus der Verantwortung entlassen. Und natürlich gibt es da Instrumente, natürlich gibt es schöne Instrumente, mit Planungswerkstätten in Städten, mit rechtzeitiger Bürgerbeteiligung, mit dass man die Leute fragt, bevor man alles fertig entschieden hat. In der Regel läuft die Bürgerbeteiligung in Deutschland ganz häufig praktisch so. Zuerst sagt man den Leuten, jetzt wartet doch erstmal ab, bis wir einen fertigen Plan haben. Jetzt kann man noch nichts sagen. Dann, wenn der Plan fertig ist, heißt, ja, da haben wir jetzt schon so stark geplant und so viel Zeit und Mühe reingesteckt. Also jetzt seid ihr eigentlich zu spät dran. Also hättet ihr euch mal früher gemeldet. Also das ist so der Klassiker, das habe ich auch häufig selber erlebt, wenn man so, sei es lästiger Naturschutzverband oder sowas, mischt man sich in komischen Dingen ein und da mischt man sich dann auch sowas ein. Zuerst heißt, jetzt lasst uns erst doch mal planen, habt Vertrauen, wir machen das schon richtig. Dann ist fertig, jetzt haben wir 3 Jahre Planungszeit reingesteckt. Also. Maria Krautsberger, wir sind immer noch auf der Suche nach Verbündeten, nämlich für die Idee der Verkehrswende. Nun kann ja ein guter Nahverkehr durchaus auch ein Wirtschaftsfaktor sein, zum Beispiel in Städten wie Essen, wo die großen Einkaufszentren direkt am Hauptbahnhof liegen. Wäre das eine Idee, dass man mit Karstadt und so weiter, Karstadt ist vielleicht gerade nicht so eine gute Idee, aber doch, dass man mit Karstadt und so weiter Bündnisse schließt? Also in meiner Wahrnehmung ist es heute schon so, dass zumindest die größeren Städte
den Dialog mit den wichtigen Akteuren, auch dem Einzelhandel, suchen. Also dieses Bild da, jetzt machen die erstmal einen Plan über 3 Jahre hin und dann fragen sie die Bürger, sagen sie den Bürgern, das ist jetzt der Plan, jetzt haben wir so viel Arbeit investiert und das war's dann. Das finde ich, also ist in meiner Wahrnehmung entspricht nicht mehr der Wirklichkeit. Das mag früher so gewesen sein, aber viele, vor allem größere Städte, können sich das auch gar nicht mehr erlauben. Dazu ist die Öffentlichkeit auch viel zu kritisch und verlangt auch mitzureden. Und das betrifft vor allen Dingen auch die Akteure, die jetzt in der Stadt wirtschaftliche Interessen verfolgen, wie der Einzelhandel. Und es ist ja durchaus so, dass man die oft mitnehmen kann. Es gibt ja viele interessante Ansätze, auch was so die Förderung von den Wegen zu den Arbeitsplätzen anbelangt, also die betriebliche Mobilitätsförderung, das machen ja ganz viele. Und auch der Einzelhandel hat ein großes Interesse daran, auch über den ÖPNV adäquat angebunden zu sein. Und man muss sie halt langsam davon überzeugen, dass Parkhäuser nicht die Zukunft sind, sondern die Fahrradständer und dass sie auch diesen Weg mitgehen. Das ist wichtig, das passiert auch. Ich finde auch, das Problem sind vielleicht weniger die Städte, sind weniger die kommunalen Ansätze. Da bewegt sich inzwischen viel. Es gibt schöne Beispiele, die Nachahmer finden. Das Problem ist die bundespolitische Ebene, ist die Ebene dieses, hat er ja recht, dieses nicht existierenden Bundesverkehrswegeplans. Also die fehlende Stringenz, der fehlende politische Willen auf Bundesebene hier auch sowas wie eine Verkehrswende zu erreichen. Und das Problem sind die Verkehrsstrukturen, die Mobilitätsstrukturen im ländlichen Raum und der Luftverkehr und der Güterverkehr, über den wir ja jetzt gar nicht gesprochen haben. Aber weniger die Städte selbst. Heute Morgen hörten wir schon, der Güterverkehr sei eine harte Nuss, so habe ich den jetzt mal ausgespart. Liebke Zimmer, noch eine Frage zu den Botschaften, dann hören wir damit auch auf. Aber die Kanzlerin macht ja jetzt ein Programm für das gute Leben. Da geht es dann nicht mehr um Klimaschutz, sondern das Schlagwort ist gutes Leben. Ist das die bessere Botschaft? Wie Herr von Netten schon sagte, die Frage ist ja, lässt sich nicht vielleicht auch zur leichteren Umsetzung der Maßnahmen Aspekte wie Schadstoffemissionen, Lärm, Fläche besser verkaufen? Sind das die besseren Botschaften, um tatsächlich politisch aktiver werden zu können, was den Verkehrssektor angeht? Und bei der derzeitigen Diskussion auch um das Klimaaktionsprogramm, ja, und dem, naja, vielleicht können wir ja doch irgendwie das mit dem Ziel und den 40% noch um ein paar Jahre verschieben, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an, könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das der stärkere Treiber sein könnte, um dann schlussendlich die Maßnahmen umsetzen zu können. Meine Damen und Herren, man sagt immer, die Politiker schauen den Bürgern aufs Maul. Ich weiß nicht, Toni Hofreiter, ist das so? Aber man sagt es auf jeden Fall so. Und wenn sie das tun sollen und sehen sollen, dass es eine andere Mobilität gewünscht ist, dann braucht es womöglich noch etwas mehr Bewegung. Und dann ist es die Aufgabe von Wissenschaftlern und anderen, für diese Bewegung zu sorgen. Dafür brauchen wir jetzt Ihre Ideen und auch Ihre Fragen. Haben Sie Fragen an die Diskutanten hier? Haben Sie Ideen, wie wir weiterkommen können? Ich hoffe, dass ein Mikro, es gibt Standmikros. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich ganz kurz vorstellen. Michael Seiler ist vielleicht nicht nötig, dass er sich vorstellt, aber er wollte nur gucken. Dann fangen wir doch mit Ihnen an, genau. Ja, hallo, Hermann Weiß ist mein Name. Wir machen naturtrip.org, das ist so eine neue Seite für Freizeitmobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also wir routen nicht von A nach B, sondern im Umkreis. Also wenn zu dieser Badestelle gerade kein Bus hingeht, dann wird man halt zu anderen Badestellen geroutet zum Beispiel. Wir sprachen ja von, man muss den Leuten neue Angebote machen. Also es geht nicht unbedingt immer darum, Geld in den ÖPNV reinzustecken, sondern es geht um Service. Und wir können jetzt dieses Angebot eben erstmal nur in Berlin-Brandenburg anbieten, weil wir auf die offenen Fahrplandaten angewiesen sind. Die sind in Berlin-Brandenburg bisher nur frei und in Ulm in Deutschland, aber sonst halt nirgends. Und die Deutsche Bahn sitzt ja da geht da sehr restriktiv mit diesen Daten um und verschließt natürlich dann Innovationen,
da den Weg. Also es sind nicht nur wir, die wir darauf warten, auf diese offenen Fahrplandaten, sondern viele andere innovative Entwicklungen, die dann zusätzliche gute Angebote für Kunden machen würden. Frage an Herrn Hofreiter. Gibt es da Pläne der Politik, die Bahn zu zwingen, diese Daten freizugeben? In der Schweiz ist es ja auch so gewesen, dass die Politik die öffentlichen Verkehrsmittel gezwungen hat, diese Daten freizugeben. Herr Hofreiter, wie gut ist Ihr Kontakt zu Herrn Grube so? Wir sind manchmal geteilter Meinung, aber das ist jetzt eine andere Frage. Ja, das Problem ist bekannt, aber die Bahn sperrt sich da ganz extrem und Mehrheiten sind noch keine dafür da. Aber das Problem, Sie sind nicht der Erste, der das Problem vortragen. Es gibt schon eine ganze Reihe innovativer Unternehmen, die sich schon an uns gewandt haben mit der Sache, dass sie, solange sie letztendlich die Primärdaten nicht haben, ganz viele Dinge, die man im Internet anbieten könnte, leider nicht anbieten können. Wie gesagt, das Problem ist nicht unbekannt, aber noch ist es extrem zäh. Also auch Kommunen und selbst Verkehrsverbünde haben es nicht ganz einfach, von der Bahn diese Daten zu kriegen. Gibt es weitere Fragen? Gern. Danke, Ulrike Schell, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und im Privatleben auch noch im Vorstand des Öko-Instituts. Ich möchte kurz auf den öffentlichen Verkehr zu sprechen kommen, der, wie ich fand, heute nicht so richtig viel Raum eingenommen hat. Und ich möchte vielleicht in Richtung Herrn Zunedden oder Frau Krausberger mal um eine Einschätzung bitten, ob aus Ihrer Sicht der öffentliche Verkehr, die Konzepte, die es für den öffentlichen Verkehr gibt, ob die ausreichend. Ich frage vor dem Hintergrund, dass ich im Sommer bei einer Veranstaltung war, da ging es sehr stark um die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs. Herr Hofreiter, ich fand Ihren Hinweis darauf, dass es nicht darum gehen kann, immer nur davon zu reden, dass man braucht mehr Geld, sondern auch da ging es um die Frage, reichen die Konzepte aus? Naja, also ich glaube, dass wir im öffentlichen Verkehr im Grunde genommen kaum ein Erkenntnisdefizit haben. Auch aufgrund des internationalen Austauschs. Die Schweiz ist vorhin ja richtig nochmal angesprochen worden, aber auch in anderen Ländern oder wenn man es jetzt auf der kommunalen Ebene sieht, was eben gerade zum Beispiel in Kopenhagen, Amsterdam und so weiter. Und da gibt es ja auch über EU-Projekte eine ganze Menge Austausch. Also ich glaube schon, dass da eine ganze Menge wirklich bekannt ist und im Grunde genommen auch von Büros und von der Wissenschaft in Konzeptentwicklung grundsätzlich dann auch eingebracht werden kann. Da glaube ich wirklich, ist es aber auch doch dann eine Frage letztendlich der Finanzierbarkeit. Gerade für Anstoßprojekte, die vielleicht erstmal eine Phase haben, um Neues zu installieren und damit jetzt eventuell erstmal mehr Kosten als sie einbringen, wobei in der mittel- und langfristigen Perspektive dann da durchaus eine positive Einnahmensituation entstehen kann. Ich weiß, die Stadt Leipzig hat in ein Buskonzept erstmal 800.000 Euro reingesteckt, aber nach 2 Jahren hat es sich dann eben amortisiert. Man musste nur erstmal die Entscheidung für die Anfangsinvestition treffen. Und da gibt es sicher auch eine Reihe von anderen Beispielen, aber wir müssen sicher auch dann über neue Finanzierungsmodalitäten nachdenken. Anna Monheim favorisiert ja immer, wie ich finde, interessanterweise so ein Thema wie Bürgerticket und so weiter. Das heißt also, jeder Einwohner einer Stadt zahlt einen Sockelbetrag und kann dafür eben das ganze Jahr über den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Damit habe ich natürlich eine ganz andere Finanzierungsbasis, denn im Moment haben wir in vielen Verbünden, vielen Regionen, vielen Kommunen schon vor dem Hintergrund auch der finanziellen Lage der Kommunen und dass der Querverbund immer schwieriger wird, weil die Stadtwerke nicht mehr das Geld verdienen, was sie mal verdient haben, aufgrund eben der ganzen
Nebeneffekte der Energiewende zunehmend Finanzierungsprobleme, was heißt, dass im Moment tendenziell in schöner Regelmäßigkeit jeden Monat, jedes Jahr die Fahrpreise steigen, was nicht gerade imagefördernd ist für die Akzeptanz des öffentlichen Nahverkehrs und ja auch von den Medien dann entsprechend begleitet wird. Also insofern, ich glaube, wie gesagt, in technischer Hinsicht und was alles möglich ist, da wissen wir, glaube ich, sehr, sehr viel. Über neue Wege der Finanzierung nachzudenken, das ist nochmal ein interessantes Feld, ja. Frau Krautsberger, wollen Sie vielleicht auch kurz was dazu sagen? Um gerade auf auch kommunaler oder Kreisebene, Verkehrsverbundebene Innovationen möglich zu machen, braucht man natürlich auch die Finanzierungsmöglichkeiten. Wir wissen, das Geld ist im Prinzip da, es ist eine Frage der Verteilung, der Akzentsetzung. Aber ich glaube, das ist mit ein Grund, warum, und jetzt rede ich also nur mal für mich persönlich, man in Deutschland in der Tat Innovationen auch im ÖPNV eher selten beobachtet. Also es gibt funktionierende Systeme, es gibt die Verkehrsverbünde, die versuchen dann mal an der einen oder anderen Stelle voranzugehen, aber es gibt, man hat nicht den Eindruck, dass es ein wirklich innovatives Feld wäre. Wir haben jetzt, das Umweltbundesamt hat einen blauen Engel für eine Mobilitätskarte vergeben, das ist ein kleiner Schritt, aber er ist jetzt nun sozusagen auch nicht der große Schritt nach vorne. Mobilitätskarte heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass man mit dieser Karte eben nicht nur Bahnen und Busse und Straßenbahnen, sondern auch Carsharing-Autos und Fahrräder nutzen kann, alles über ein Ticket abgebildet. Aber solche Beispiele müssten natürlich noch sehr viel mehr auch in den Innovationsregionen sich entwickeln können und da fehlt einfach oftmals das Geld. Das war die Stadt Hannover und der Zuschlag war 7 € auf das normale Jahresticket, nicht wahr? Ja. Genau. Okay. Toni Hofreiter, haben Sie das mal überschlagen, wie viel Geld denn eigentlich zur Verfügung stehen würde, wenn man das jetzt neu verteilen würde für Busse und Bahnen? Es kommt natürlich ganz darauf an, wie viel Sie letztendlich anderen wegnehmen. Aber der Verkehrshaushalt ist nicht der kleinste Haushalt und wir haben da Investitionsmittel von ca. 10 Milliarden Euro in diesem Haushalt drin. Und mit diesen 10 Milliarden Euro können Sie natürlich Sinnvolles und weniger Sinnvolles anstellen. Und was würden Sie streichen und wie viel Geld würde dabei frei? Wir würden zum Beispiel stark streichen im Straßenneubau. Wir würden bei der Bahn verlagern letztendlich von bestimmten Maßnahmen zu in unseren Augen sinnvolleren Maßnahmen. Und wahrscheinlich würde man dann am Ende auch insgesamt etwas mehr Geld benötigen. Das würde ich gar nicht bestreiten. Aber der Punkt ist, wenn man worauf ich vorher hinaus wollte, wenn man eine völlig verkorkste Struktur hat, dann, Entschuldigung, dann ist es, glaube ich, klüger, bevor man in die verkorkste Struktur zusätzliches Geld reinschüttet, erst die Strukturreform zu machen und dann zusätzliches Geld zu geben. Beantwortet das Ihre Frage? Dann die nächste Frage, bitte. Martin Burt aus Berlin. Ich bin ein bisschen enttäuscht über die Diskussion, weil wir schon wieder über Konzepte und integrierte Konzepte und Nahverkehrskonzepte und so weiter reden. Also Berlin ist ja nicht nur die deutsche Hauptstadt, sondern auch die Hauptstadt der Konzepte. Also wir haben einen Steppverkehr, ein Steppklima, ein Steppnahverkehr und so weiter. Nur als Beispiel, das ist in anderen Städten bestimmt nicht anders. Ich vermute mal, wenn man die deutschen Verkehrskonzepte der letzten 10 Jahre versuchen würde, in diesen Raum reinzukriegen, würde das wahrscheinlich eine Mühe machen. Also es geht doch eigentlich nur, mein Vorschlag ist ganz einfach, das, was Herr Vorderer vorhin aus Stuttgart berichtet hat, nicht weitere Konzepte machen, die liegen alle vor, man kann sich aus den verschiedenen vorhandenen Konzepten was rauspicken, ob es nun die eigenen oder auch von Nachbarstaaten sind, einfach mal was machen. Und vielleicht wäre das eine Anregung für den Bundesverkehrswegeplan, dass man sagt, Geld gibt es nur für Leute, die erstmal das Geld, was sie schon für Konzepte ausgegeben haben, dann auch umsetzen in Aktion. Wäre sowas denkbar, Toni Hofreiter? Naja, in der Schweiz gibt es sowas Ähnliches. Das Problem ist halt bloß, man braucht halt dafür Mehrheiten. Nämlich, das wäre eigentlich im Grunde das Spannendste, sozusagen, was sind die Haupthindernisse in der deutschen Politik, dass das, was wir eigentlich alles an Erkenntnissen haben,
transformieren können in reale Politik. Warum gelingt es in einem Land wie der Schweiz oder auch in der einen oder anderen Stadt, wieso gelingt es in Kopenhagen? Weder in der Schweiz noch in Kopenhagen haben die Grünen 51%. Ihre Analyse? Wir haben das eben nämlich schon versucht zu eruieren, aber... Was sozusagen sind da die sozialen Treiber, um das hinzukriegen? Meine Analyse, was in Deutschland da so ganz stark hinderlich ist, ich glaube, ein geringer Fokus auf das Thema, sodass man sozusagen fröhlich Quatsch erzählen kann, ohne dass da jemand dran hindert. Was weiß ich, das Verkehrsministerium ist in der Regel immer das, das als letztes vergeben wird im Kabinett. Das Entwicklungshilfeministerium? Nein, es ist tendenziell sogar eher noch das Verkehrsministerium, das als noch irrelevanter gewertet wird, obwohl es im Grunde in vielen Fragen ein zentrales Ministerium ist. Dann, ich glaube, eine der Hindernisse ist ganz stark die Entscheidungsfindung bei uns, dass man sozusagen vieles so letztendlich nicht in der Region entscheidet, aber sozusagen regional entscheidet. Und dann geht der Kampf nach dem Motto, klar, unser Projekt ist ein Quatsch, aber wenn wir das Geld nicht nehmen, dann nimmt es der Nachbarbürgermeister und der macht doch sicher noch größeren Quatsch mit dem Geld. Also da gibt es eine ganze Reihe von Momenten, die einfach dazu führen, dass die Effekte so sind, wie wir sie am Ende sehen. Hier ist die nächste Frage, Michael Seiler, bitte. Also, ja, geht gut. Die Frage ist, wir haben ja mit der Tagung auch ein bisschen versucht, nicht nur traditionelle Verkehrspolitik, die man sicher aus ökologischen und Nachhaltigkeitsgründen auch begründen kann, sondern auch die Klimaschutzfrage da mit in Vordergrund zu tun. Die Frage würde ich einfach ans Podium stellen, insgesamt, was kann man tun, um die Frage Klimaschutz, die ja viele Leute bewegt, bei dem auch viel politische Entscheidungen mit begründet werden, das Argument Klimaschutz für nachhaltige Verkehrsentwicklung besser zu nutzen. In der fachlichen Diskussion, aber auch gerade in der politischen Diskussion, weil es ist ja wohl eine Dickbrettbohreraufgabe, da Dinge umzusetzen. Da machen wir einmal eine kurze Runde übers Podium. Martin Sonnen, Sie als Erster. Naja, ich glaube, zum einen die Wechselbeziehungen noch deutlicher machen und die Chance nutzen, die, glaube ich, beginnt zuzunehmen an Umfang, nämlich, dass es eine ganze Reihe von Initiativen gibt, die sich dem ganzen Thema Klimawandel widmen, da, was weiß ich, angefangen von eben Auszeichnungen, Preisen und so weiter, und da eben auch stärker die Verkehrsthemen mit einzubringen, um tatsächlich deutlich, es passiert ja nun gerade auf der kommunalen Ebene, würde ich sagen, gibt es schon über die Bundesrepublik verteilt eine ganze Menge Initiativen unterschiedlichster Art, die auch mit dem Hintergrund Klimawandel, Klimaanpassung im Bereich Verkehr eine ganze Menge tun. Das noch stärker zu nutzen, dann daraus auch Rezepte oder ja, Hinweise abzuleiten, wie man das dann besser verbreiten kann, solche Best-Practice-Beispiele, das könnte ein Weg sein. Und da kann gerade die ganze Klimadiskussion, denke ich, helfen, indem man dann auch auf diesen Plattformen solche Dinge stärker mit einbringt. Also die Klimadiskussion fokussiert ja sehr stark auf den Energiebereich, auf den Wärmebereich und vergisst in aller Regel, dass der Verkehrsbereich hier auch ein wesentliches Handlungsfeld ist. Das muss man einfach so feststellen. Deswegen ist es einfach essentiell, dass es auch auf die politische Agenda kommt, auf die politische Agenda der Bundesregierung, der EU, und dieses Thema auch bei allen Klimaverhandlungen, bei allen Initiativen mitgedacht wird. Das fängt an beim Luftverkehr, wo es das Commitment gibt auf der Ebene der ICAO, hier über CO2
Grenzwerte zu diskutieren oder die Frage, ob man Treibhausgase mit in den Emissionshandel mit hineinnimmt. Das setzt sich dann fort auf europäischer Ebene, wo ich eigentlich auch also ein ambitioniertes Handlungsfeld vermisse bisher. Dann kann man auch durchaus skeptisch sein, ob es in diesem Bereich vorangeht. Aber auch auf europäischer Ebene muss über die Kommissionen hinweg das Thema Klimaschutz und Verkehr mitgedacht werden. Und es ist ja nicht so, dass die Vorschläge fehlen. Es gibt ja die Handlungsansätze dafür, aber sie werden nicht umgesetzt. Und das bezieht sich genauso auf die Ebene, die bundespolitische Ebene, wenn wir jetzt das Aktionsprogramm Klimaschutz ansehen, da fehlt einfach ganz viel. Ich finde nicht, dass was da drin steht, dass das falsch ist. Das sind Maßnahmen, die in die richtige Richtung gehen. Wir haben die nicht bilanziert, wir wissen nicht, was sie bringen, aber sie sind ja erste Ansatzpunkte. Also allen Maßnahmen sind Tonnagen zugeordnet. Die sind bilanziert quasi. Sind bilanziert, ja, aber sie bilden nicht das ab, was man sich unter Klimaschutzwende im Verkehr vorstellt. Das fehlt noch. Und ja, da können Wissenschaftler ihre Beiträge liefern, aber letztendlich muss das von der Gesellschaft aufgegriffen werden und von Politik auch auf die Agenda gesetzt werden. Das ist so. Wiebke Zimmer. Also das Gute ist ja, es gibt die Energiewende und die Energiewende ist Thema. Das andere Gute ist, dass es im Verkehrsbereich die Elektromobilität gibt, die Strom braucht, sodass jetzt langsam durchsickert, oh Gott, okay, der Verkehrssektor braucht deutliche Strommengen, wenn er so weiterentwickelt werden soll, wie es im Moment geplant ist, nämlich mit viel Elektromobilität, dass die Energiewende oder die Menschen, die sich mit dem Thema Energie auseinandersetzen und stärker im Fokus des Klimaschutzes stehen, denen langsam bewusst wird, wenn der Verkehrssektor so eine hohe Energienachfrage hat, ja, dann müssen wir uns auch mit dem beschäftigen, weil einfach die Stromnachfrage nochmal deutlich steigt und wir ja irgendwie unsere Ausbauszenarien überdenken müssen etc. Das heißt also, dass der Verkehrssektor, ist mein Gefühl jetzt in der letzten Zeit, einfach schon stärker in den Fokus geraten ist, der Leute, die sich mit Energiewende beschäftigen und mit Klimaschutz. Was vielleicht so ein bisschen so der ganzen Geschichte einen Dämpfer gibt, ist das Klimaaktionsprogramm, heißt es im Moment, ich stoppe immer noch bei dem Sofortaktionsprogramm. Der richtig große Wurf mit den Maßnahmen für den Verkehrssektor ist es nicht, aber man darf auch nicht vergessen, da steht Fahrradverkehr drin, es steht öffentlicher Verkehr drin, also Förderung ÖPNV. Das ist schon mal ein Schritt weiter. Ja. Es steht nicht nur Elektromobilität drin, sondern es stehen auch Maßnahmen drin, die das Verkehrsverhalten adressieren und absolut notwendig sind. Und ich mache das jetzt seit 10 Jahren, da ist noch gar nicht so viel passiert in den letzten 10 Jahren. Deswegen finde ich, also ich sehe jetzt schon so ein bisschen optimistischer in die Zukunft, auch wenn die Maßnahmen, die ich mir gewünscht hätte, ja, Energiesteuern, Dienstwagenbesteuerung und so weiter, die dann vielleicht rausgefallen sind wieder, aber es gibt doch so kleine Schritte. Toni Hofreiter, sind Sie da auch so optimistisch? Naja, was heißt da optimistisch? Wenn es kleine Schritte gibt im Verhältnis zu dem, was passiert. Die Frage war ja, wie kriegen wir das deutlicher letztendlich in der Gesellschaft und in den Köpfen der Verantwortlichen verankert? Das ist natürlich im Kern auch fast eine PR-Frage, wenn man ehrlich sein soll, wenn man sie ehrlich beantworten soll. Und da stellt sich natürlich ganz stark die Frage, wie gelingt es uns als Grüne, als Umweltbewegung, das deutlicher zu machen. Ich glaube, man braucht auch simple Bilder. Was weiß ich, unsere Mobilität ist zu 90% vom Rohöl abhängig. Zu 90% vom Rohöl. Kann man das nicht noch einfacher machen? Kann man irgendwie sowas wie eine Kampagne weg vom Öl draus machen? Kann man da auch spielen mit dem, was man ja immer gern ist, unabhängig und damit weniger abhängig von Saudi-Arabien oder Russland? Also letztendlich stellt sich da für uns alle, die wir da was ändern wollen, die Frage, wie können wir das popularisieren, wie können wir da Debatten anstoßen, wie können wir es in einfachere, nachvollziehbare Bilder verpacken. Einer der Gründe, warum es gelungen ist, aus der Atomkraft auszusteigen, ist, dass es da auch gelungen ist, das in einfache, klare,
nachvollziehbare Botschaften und Bilder verpacken. Und ich glaube, um das zu erreichen, ist eine zentrale Aufgabe, nachvollziehbare, simple, aber trotzdem richtige Botschaften draus zu machen. Das war übrigens eine Riesenkatastrophe, Fukushima, die den Atomausstieg mit befördert hat. Naja, das halte ich ehrlich gesagt für eine falsche Analyse. Nämlich der Atomausstieg ist im Kern 2000 beschlossen worden und Merkel hat dann eine Verlängerung gemacht und hat nach Fukushima die Verlängerung zurückgenommen. Und jetzt gibt es Unmengen Länder auf diesem Planeten, die Atomkraftwerke haben. Und in einem Land ist nach der Katastrophe von Fukushima wieder der alte Atomausstiegskurs, den es davor schon gab, wieder aufgenommen worden von einer konservativen Regierung. Ich glaube, man sollte sozusagen nicht die eigene Propaganda letztendlich anfangen zu glauben, die da zum Teil durchaus, oder die Propaganda der anderen, die da verbreitet worden ist. Warum ist in Frankreich gab es dann keinen Atomausstieg? Warum gab es in keinem weiteren anderen Land deshalb einen Atomausstieg? Ich glaube, der direkte Punkt hatte mit Fukushima zu tun, dass die Regierung Merkel eingeknickt ist, aber was die 20 Jahre davor und was den Atomausstieg in Gesetzesform gegossen hat, hatte damit nichts zu tun, weil das viele Jahre vorher stattgefunden hat. Und man sollte sozusagen das nicht vergessen, weil einem das sozusagen schwach und unfähig macht, am Ende letztendlich kluge Analogieschlüsse daraus zu machen. Das heißt, man muss die Geschichte dieser Dinge so betrachten, wie sie wirklich waren und nicht, wie man sozusagen glaubt, sich erinnern zu können. Nur dann kann man richtige Schlussfolgerungen für die nächsten Auseinandersetzungen zu ziehen. Und ich weigere mich einfach zu sagen, der Atomausstieg in Deutschland gibt es wegen Fukushima, weil es schlichtweg nicht so war. Wie lange braucht dann die Verkehrswende noch? Das ist offen, weil nämlich einer der Gründe war, da sind uns kluge und gute Bilder gelungen. Und wie lange die Verkehrswende noch braucht, das ist schlichtweg offen. So wie es in den 70er, 80er Jahren offen war, wie lange es braucht, bis man den Atomausstieg schafft. Und ich glaube, auch da ist es offen. Was ich nur sagen will, ist, es ist nicht unmöglich. Meine Damen und Herren, die nächste Frage. Klaus Eib vom Wuppertal-Institut. Ich war jetzt gerade etwas verwirrt in der letzten Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht bewege ich mich manchmal in Communities, die über Mobilitätswende statt Verkehrswende diskutieren. Und da wird eigentlich das CO2-Thema auch auf europäischer Ebene im Weißbuch Verkehr steht ja so viel drin zum Thema CO2. Also die City-Logistik soll CO2-frei werden bis 2030. Also das hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Und ich war gestern auf dieser 100% EEE, also Energieeffizienzregionenkonferenz in Kassel, da hat man ein Mobilitätspanel. Und irgendwie war da schon die Debatte, wie man es machen könnte und schaffen könnte in dem Bereich. Interessant war halt natürlich, auch mit Blick auf die Energiewende wie auf die Mobilitätswende, dass im Vorspann eigentlich immer diese Begriffspaarung technologischer Fortschritt, also Technologie und Dezentralisierung soll es jetzt richten. Dass dann in den Szenarien, die gerechnet worden sind, zum Teil auch vom Umweltbundesamt natürlich rauskommt, dass dann die CO2-Einsparungen oder die Zielerreichung im Verkehrsbereich, Mobilitätsbereich, dann vielleicht die Hälfte von dem beträgt bis 2050, was sie eigentlich betragen sollte. Also nur mit diesen Strategien, mit Technologie, mit technologischem Fortschritt und Dezentralisierung. Das war natürlich etwas ernüchternd, das muss man ganz ehrlich sagen. Also dass sozusagen der technologische Fortschritt vielleicht ungleich, also Transformation ist nochmal was anderes, Transformation und Wende ist nochmal was anderes wie technologischer Fortschritt und Wandel. Dass das natürlich schwer, auch dort schwer zu diskutieren war, da hat man richtig so ein Spannungsverhältnis gemerkt. Und im Verkehr merkt man das ja natürlich besonders deutlich, weil da geht es dann wirklich ans heilige Blechle und an ganz viele Dinge, die uns eigentlich allen in der Alltagspraxis oder für die meisten Menschen auch eine Bedeutung haben, also gerade auch in diesen Regionen. Aber es war eine Aufbruchstimmung da. Also das würde mich einfach jetzt auch nochmal interessieren, wie wir vielleicht ein bisschen aus diesem Login auch rauskommen können. Also wie kann man es wirklich schaffen, weil die Notwendigkeit besteht ja, also ganz, ganz deutlich. Also wir haben ja wirklich ein Problem, wenn wir bis 2050 oder 2070 nicht die CO2-Ziele erreichen, die wir eigentlich erreichen sollten.
Wer möchte darauf antworten? Maria Krautsberger? Naja, mit solchen Initiativen. Ich habe ja in meinem Beitrag jetzt nicht rekurriert auf das, was möglich ist, welche Szenarien es gibt, nicht auf das Weißbuch, sondern auf das politische Handeln, auf die Umsetzungsebene. Und da sehen wir ja schon an der einen oder anderen Stelle ein Dilemma, weil sich auch auf europäischer Ebene derzeit, also so in unserer Wahrnehmung, noch nicht wirklich klar ist, wie man da zu einem entschlossenen Handeln kommt. Wir hatten in den letzten Tagen, lenkt jetzt etwas vom Thema ab, so ein europäisches Ressourcenforum, waren auch Vertreter, war Falkenberg da von der Kommission, und es gibt in Brüssel einfach eine große Sorge, dass ja, tradierte Politik jetzt wieder aufgegriffen und fortgesetzt wird und so innovative Ansätze gerade auch im Verkehrsbereich oder im Ressourcenbereich, im Umweltbereich schlechthin immer unter dem Aspekt des Wirtschaftswachstums betrachtet werden und sehr eindimensional. So, das war einfach meine Sorge. Ja, wie kommt man dahin, dass das anders wird, indem man zeigt, wie es möglich ist? Es gibt ja viele gute Beispiele, die beweisen, dass all das, was man auf die Agenda setzen kann, Sinn macht, dass das oftmals auch von mir aus auch ein industriepolitischer, mit einem industriepolitischen Fortschritt verbunden ist, dass das innovative Elemente sind, die sich auch die Europa in die Welt transformieren kann. Ich denke, das sind die Ansätze, die konkreten Ansätze, mit denen man deutlich macht, es geht auch anders. Gerne, wie bitte? Ja, kann ich kurz noch mal rein, weil wir haben auch mal, klar, ne, Öko-Institut, wir machen Klimaschutzszenarien, alles unter dem Motto Klimaschutz, und haben gesagt, okay, dieses Jahr machen wir mal für zwei Städte im Rahmen unseres Spendenprojektes, machen wir den Städten, zwei Kommunen, Klimaschutzszenarien. Ja, und dann habe ich auch sehr schnell gelernt, dass dieses Wort Klimaschutzszenarien in der Klimaschutz, klar, es ist irgendwie wichtig, aber es ist halt nicht die Hauptmessage. Schlussendlich die Kommune, oder wenn ich eine Maßnahme, wenn ich dem Bürger sage, okay, wir lassen jetzt in deiner Straße ein bisschen weniger Autos fahren und dafür gibt es den Bus, der fährt ein bisschen öfter und vielleicht irgendwie batterieelektrisch, dann ist er nicht so laut und alles wird ruhiger, dann ist es für den Lebensqualität. Dann sagt er, super Maßnahme, ja, meine Lebensqualität steigert sich, wenn ich dem sage, hier, ich mache mal ein paar Klimaschutzmaßnahmen für deiner Tür, dann ist natürlich die Möglichkeit, das tatsächlich politisch umzusetzen, sehr, sehr viel schwieriger oder geringer, wie man auch immer sagen möchte. Jedenfalls das ist, was ich gelernt habe im letzten Jahr. Das Thema Lebensqualität ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle das bessere Argument, um die gleichen Maßnahmen umzusetzen. Ja, es geht einfach Hand in Hand, und die Frage ist, um tatsächlich in das politische Handeln zu gehen, mit welcher Message gehe ich raus? Die nächste Frage, bitte. Burkhard Horn, ich leite hier beim Land Berlin die Abteilung Verkehr in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt. Ich bin also derjenige, einer derjenigen, die Politik beraten soll, wie es in Richtung Mobilität und Verkehr weitergeht, und gleichzeitig derjenige, der das umsetzen wollte, was die Politik aus meiner Beratung macht. Das passt nicht immer so ganz zusammen. Ich bin auch so ein bisschen frustriert aufgrund der bisherigen Diskussion hier. Die einen sagen, ich mache eigentlich nicht genug, ich mache nur Konzepte, setze gar nichts um. Die anderen sagen, ich mache das falsch, aber auf jeden Fall mache ich es keinem recht. Dass ich einen Job habe, bei dem ich es eigentlich kaum einem richtig recht machen kann, das weiß ich, weil Verkehrspolitik ist nun mal ein Kompromiss. Ich möchte da gerne zwei Dinge ansprechen. Das eine ist eben schon angeklungen, vorhin in der Diskussion, Frau Gerstmann hat das auch angesprochen, die Frage, wie kriegen wir den Nutzer eigentlich dahin, sich so zu verhalten, und das kriegen wir nicht mit moralischen Appellen hin. Die Leute fahren Fahrrad, weil es ihnen Spaß macht und weil es billig ist und weil sie schnell vorankommen. Die fahren nicht Fahrrad, um das Klima zu schützen. Deshalb sollten wir bei der Argumentation da auch nicht falsche Energie verschwenden. Wir müssen als diejenigen, die den gesamtgesellschaftlichen Nutzen erreichen wollen, nämlich Klimaschutz, bessere Umweltbedingungen, Lebensqualität, die Bedingungen so machen, dass die Leute Spaß haben, Fahrrad zu fahren, dass es bequem ist und dass es preiswert ist. Das ist ein langer Weg und das ist schwierig und das geht nicht von heute auf morgen, und da brauchen wir nicht jedes Jahr eine neue Maßnahme zu erfinden. Das führt mich zum zweiten Punkt. Ich möchte ein bisschen daran appellieren, dass wir auch pragmatisch denken müssen, und zwar auch wir als, oder auch Sie als Wissenschaftler, als Forscher, als Verbände,
und dass das Ganze auch Zeit braucht. Verkehrspolitik braucht Kontinuität. Die hat es leider in den seltensten Fällen. Auf Bundesebene schon gar nicht. Da wird das Bundesministerium, das BMVI, stellt ein Jahr vor der Wahl die inhaltliche Arbeit mehr oder weniger ein, weil es Wahlkampf machen muss. Nach der Wahl wird es ein Jahr umorganisiert und dann hat es 2 Jahre Zeit zum Arbeiten. Dass das keine kontinuierliche Verkehrspolitik bedeutet, ist, glaube ich, klar. Und da ist, glaube ich, jede Partei mitverantwortlich, die dann solches Ressort übernimmt. Auf Landesebene ist das nicht ganz so schlimm. Auf kommunaler Ebene ist es leider auch häufig so, dass gerade Stadtbauräte nach 2 Jahren wieder abgewählt werden. Auch da ist es schade. Wir haben beim Land Berlin eigentlich das Glück, dass wir parteiübergreifend einen relativ hohen verkehrspolitischen Konsens haben. Wir haben 2003 den ersten Stadtentwicklungsplan Verkehr beschlossen und seitdem machen wir in dieser Tradition Verkehrspolitik. Der letzte Stadtentwicklungsplan Verkehr ist von einer rot-roten Regierung beschlossen worden und die rot-schwarze Regierung hat ihn bestätigt. Ich finde das gar nicht schlecht, weil es ermöglicht mir Kontinuität in der Arbeit. Und wenn ich mir die Zahlen angucke in Berlin, wo es hingeht in Richtung Verkehrsmittelwahl etc., sind wir auf einem guten Weg. Wir werden in den nächsten Wochen neue Zahlen veröffentlichen und die werden auch zeigen, dass wir weiter auf einem guten Weg sind. Wir machen nicht immer alles richtig. Wir sind auch nicht immer konsistent in allen Maßnahmen. Aber zeigen Sie mir die Stadt, wo das der Fall ist. Das ist auch in Kopenhagen nicht der Fall. In Kopenhagen haben die Fußgänger verdammt schwer. Und wenn Sie in Kopenhagen sich die Pendelverkehre angucken, da ist der ÖPNV längst nicht so gut, wie er in Berlin und Umland ist. Deshalb meine Bitte, die Ziele sind wichtig, auf die müssen wir uns verständigen, auch die Strategien. Aber dann brauchen die Kommunen auch Zeit, das umzusetzen. Dazu brauchen sie auch Ressourcen, personelle Ressourcen, keine kaputtgesparten, überalterten Verwaltungen wie in Berlin. Dann können wir, glaube ich, auch mehr bewegen, als in solchen Diskussionen manchmal es den Anschein hat. Frustrieren wollte Sie ganz sicher niemand. Toni Hofreiter, wollen Sie da kurz mal darauf antworten? Wie viel langen Atem braucht man für die Verkehrspolitik? Man braucht generell für Politik einen langen Atem. Das ist einfach schlichtweg so. Das ist nahezu bei allen Themen, die man letztendlich bearbeitet. Manchmal stellt man den Effekt, dass sozusagen durchaus Sprunginnovationen gibt, aber das ist die Ausnahme. Denn das hat damit zu tun, dass man viele Menschen überzeugen muss, dass man einen neuen Konsens herstellen muss, dass man in langen Auseinandersetzungen ist, um wieder einem alten Beispiel Atomkraft zu sein. Es hat auch 30 Jahre gebraucht, bis man da den Konsens in der Gesellschaft hergestellt hat, von sozusagen ganz kleiner Minderheit bis Konsens. Das ist schlichtweg in der Politik so, dass das lang und mühevoll ist. Und in der Demokratie ist es zu Recht auch so, dass Politik sozusagen Zickzackkurse geben kann, nämlich das zeigt, nämlich das, was manchmal durchaus beschritten wird, dass Wahlen durchaus Effekte haben. Das mag total nervig sein für die Verwaltung und total nervig sein für die, die es umsetzen müssen, aber deswegen wählen die Leute, damit sie am Ende unter Umständen auch eine andere Politik kriegen, als wie die Jahre davor war. Das kann wirklich anstrengend sein und kann manchmal sozusagen, wenn sich Politik sehr schlagartig ändert, gerade wenn es um ökonomische Fragen geht, wenn es um Planungsprozesse geht, sogar objektiv kontraproduktiv sein. Aber, das muss man einfach klar sagen, dafür gehen die Menschen zur Wahl, um am Ende dann auch eine gleiche oder, wenn sie was anderes gewählt haben, auch andere Politik zu kriegen. Rainer Grieshammer, gebührt die letzte Frage für heute. Da muss ich mich ja anstrengen. Ja, bitte. Also ich gehe davon aus, dass die meisten Bürger eher so ein bisschen konservativ sind, wenn man es jetzt fragt, wollt ihr irgendwas verändern im Verkehrsbereich? Und das wissen ja die Politiker, irgendwie höhere Benzinpreise oder Tempolimit, dann können die Politiker darauf vertrauen, na, da gibt es keine Mehrheit und dann kann auch leicht von den Medien skandalisiert werden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man jetzt überzeugende Konzepte mal hätte, dass es dann plötzlich einen Erdrutsch geben würde, weil die meisten merken, na, das ist ja eigentlich ganz toll, das ist doch viel besser. Wie bringt man das jetzt aber hin? Jetzt gibt es ja 2 Möglichkeiten. Entweder man macht tolle Modellprojekte in den Kommunen, da haben wir gehört, da fehlt aber das Geld, da stehen Bundesgesetze dagegen. Oder man braucht so ganz tolle Politik, die dann sagt, wir sind ganz mutig und machen die Gesetze, und dann passiert es einfach. Aber kann man nicht eine Kombination machen, dass zum Beispiel die Politik sagt, wir ändern jetzt die Gesetze, dass man in Modellprojekten das mal freigibt für eine Kommune, die darf Tempo irgendwas einführen, die darf die Bußgeldverordnung ändern und so weiter. Und wir machen Wettbewerb, wir machen Konjunkturprogramm gerade, ist geplant, 10 Milliarden.
Da schreiben wir einen Wettbewerb aus, 100 Millionen für die ersten 5 Kommunen, die überzeugendes Konzept vorweisen. Dann kriegen die das Geld und die dürfen auch bestimmte Sachen freischalten. Also kann man Politik nicht auch experimenteller machen? Ich glaube, wenn man wirklich Transformation will, dann brauchen wir auch andere Politikkonzepte. Das hätten wir natürlich auch gerne Katharine Reiche gefragt. Das müssen Sie sich aufheben, wenn Sie sie mal treffen und ihr diese Frage stellen. Wir stellen die Frage an Maria Krautsberger, weil Sie kommen aus der Politik und sind jetzt Wissenschaftlerin. Wie funktioniert das? Also eigentlich war es eine Frage, nicht so. Moment. Ich wollte Strom sparen. So. Eigentlich war es eine Frage an Martin Sonetten, aber ich gehe gerne darauf ein, weil Sie sprachen ja wieder die Kommunen an und ich sagte ja bereits, und von daher kann ich auch Burkhard Horn durchaus beipflichten. In den Kommunen passiert sehr viel, da wird experimentiert, gibt es gute Konzepte, da wird umgesetzt, da könnte man noch mehr experimentieren, wenn man die Möglichkeiten hätte, die finanziellen und die personellen Möglichkeiten vor allen Dingen. Und auch der gesetzliche Rahmen manchmal einfacher wäre, als er ist, weil da gibt es oft viele Hürden zu überwinden, vom PBFG über die Straßenverkehrsordnung und wie diese Ungetüme alle heißen. Also da ließe sich sicherlich noch viel mehr machen. Aber wir erleben ja ein Defizit auf der Bundesebene. Das muss man einfach sagen. Es fehlen mutige verkehrspolitische Ansätze, die das ganze Land mitnehmen, die sich über den Föderalismus hinwegsetzen, der ja eine starke Rolle spielt. Wir haben das gehört von Toni Hofreiter, gerade bei der Bundesverkehrswegeplanung. Das ist ja wirklich eher ein Bargaining-Prozess als ein Planungsprozess, daher völlig recht. Und hier gibt es Defizite, die dann auch Ziele sich entsprechend abbilden lassen und auch Innovationspotenziale verhindern, die man sich ja vorstellen könnte. Allein im Bereich unseres Eisenbahnwesens ist man ja nicht wirklich weitergekommen in den letzten Jahrzehnten. Also es gibt hier eigentlich keine innovativen Potenziale. Aber in den Kommunen würde ich jetzt nicht das vorrangige Handlungsfeld sehen. Den Kommunen muss man es einfacher machen, sowohl was den regulatorischen Rahmen anbelangt, als auch den finanziellen Rahmen. Es fehlt das Innovationspotenzial auf der Bundesebene. Martin Sonnen, Sie dürfen ganz kurz noch. Also das mit den Expand-Peer-Klauseln wäre ein guter Weg, gar keine Frage. Wobei hier, glaube ich, nicht nur der Bund gefordert ist, sondern auch die Länder. Berlin hat den großen Vorteil, Kommune und Land zu sein. Da ist manches einfacher. Bremen genauso, haben sie auch Gott sei Dank ja dann doch in vielen Fällen ausgeübt. Da können andere Kommunen dann nur mit Neid hingucken, weil sie noch Regierungspräsidenten und Länderregierungen haben, die dagegen. Aber das generell zu erleichtern, das könnte schon im Hinblick auf die vorhin ja auch schon mal geforderten sozusagen und richtigerweise geforderten Ad-hoc-Maßnahmen eine ganze Menge bringen und auch eben Erfahrungen bringen. Es wird nicht alles funktionieren, aber es könnte sicher auch vielen Skeptikern zeigen, es funktioniert. Und ich hatte es eingangs gesagt, es gibt auch Beispiele von Kommunen, wo man den Rechtsrahmen sehr großzügig ausgelegt hat und dann eben auch gezeigt hat, es geht. Und man hat es einfach mal gemacht. Meine Damen und Herren, wir brauchen einfach mehr Werbung. Ich habe ja am Anfang mal von der Schockzahl gesprochen, der Bild-Zeitung. Ich habe das dann gegoogelt, Bild und Schockzahl. Da kommt man auf ziemlich viele Treffer, das machen die sehr, sehr oft. Offenbar haben die damit aber irgendwie, erreichen die damit Leute. Deshalb ist meine Frage jetzt an Sie. Lassen Sie uns kurz den Kollegen da in der Bildredaktion mal helfen, tue ich ungern, aber machen wir jetzt einfach mal. Martin Sonnen, wenn wir jetzt nicht umsteuern, welche Schockzahl haben wir dann zu erwarten 2020? Die Klimawende ist gescheitert, zumindest die Ziele, formulierten Ziele der Klimawende. Das ist keine Zahl, macht vielleicht nicht ganz so Angst. Maria Krautsberger, haben Sie eine Zahl, eine Schockzahl? Fragen Sie erst mal. Dann geht nichts mehr, glaube ich. Nein. Das fällt ihr an, lassen Sie mich nochmal nachdenken. Wiebke Zimmer, Maria Krautsberger, muss nochmal nachdenken. Haben Sie eine Zahl? Das ist wirklich eine gemeine Frage, wenn man... Okay, machen wir das unter Männern. Martin, Toni Hofreiter, haben Sie eine Schockzahl? Ja, so. Also, so ist das nichts. Eine tolle,
Im Verkehrsbereich oder im Klimabereich? Dürfen Sie sich aussuchen. Eine, die die Leute dazu bewegt, umzusteigen. Ach so. Maria Krautberger, jetzt ist Ihnen was eingefallen. Ja, dann werden konsequent die autofreien Wochenenden eingeführt. Ja, wunderbar, okay. Aber Sie wollen eine Zahl, oder? Ja, das wäre null. Zehntausende von Fahrradfahrern blockieren die Fahrradwege, weil die noch nicht weit genug ausgebaut okay. worden sind. Toni Hofreiter? Es gibt immer noch nur 10.000 Elektromobile auf unseren Straßen. Herzlichen Dank an Toni Hofreiter, Wiebke Zimmer, Maria Krautberger, Martin Zurnetten. Herzlichen Dank auch Ihnen. Das Schlusswort hat jetzt Michael Seiler mit einem hoffentlich optimistischen Ausblick. Dankeschön. Applaus